Staatsministerin Grütters, sehr geehrter Herr Beauftragter Fabricius, sehr geehrter Herr Dr. Bergner, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Kinosaal des Deutschen Historischen Museums und an den Bildschirmen zu Hause, wo immer Sie sich befinden mögen. Namens des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa möchte ich Sie ganz herzlich zur heutigen Gedenkveranstaltung zum Thema Deportation und Erinnerung, 80. Jahrestag der Zwangsumsiedlung der Russlanddeutschen 1941 begrüßen. Der Erlass des Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. August 1941 zur zwangsweisen Umsiedlung der in der Sowjetunion lebenden deutschen Bevölkerung ist eine tiefe Zäsur in der russlanddeutschen Historie, die im Jahr 1763 mit dem Einladungsmanifest der Zarin Katharina II. Begonnen hatte. Infolge des Erlasses, der eine Reaktion auf den deutschen Überfall auf die Sowjetunion vom 22. Juni 1941 war, wurde die deutsche Bevölkerung pauschal der Kollaboration mit dem NS-Staat beschuldigt. Seine Folgen schlagen sich in nüchternen Zahlen nieder. Circa 900.000 Menschen wurden zwangsumgesiedelt, etwa 350.000 Menschen mussten in Arbeitslager, mindestens 150.000 Menschen kamen zu Tode. Diese Zahlen stehen für Einzelschicksale. Sie markieren eine Tragödie für die Russlanddeutschen, aber sie gehen alle Deutschen und alle Europäer an. Eine Aufgabe des BKGE ist es, dies in das allgemeine Bewusstsein zu rufen, und dazu soll die heutige Veranstaltung beitragen. Ich finde es durchaus ermutigend, dass das Interesse an diesem Thema, zumindest so wie ich es wahrnehme, größer zu werden scheint. Ich darf erwähnen, dass es ein leichtes gewesen wäre, den Kinosaal des Deutschen Historischen Museums bis auf den letzten Platz zu füllen. Aber leider sind aufgrund der Corona-Vorschriften eben zurzeit nur 71 Personen zugelassen, und alle diejenigen, die auf der Warteliste bleiben mussten und jetzt vielleicht am Bildschirm zusehen, bitte ich einfach um Verständnis dafür. Meine Damen und Herren, Katharina Neufeld, die frühere Leiterin des Museums für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, hat einmal betont, Zitat, die Geschichte der Russlanddeutschen ist eine andere als die der Deutschen aus Deutschland, aber sie ist auch eine deutsche Geschichte. Daran möchte ich gerne anschließen. Heute leben rund 2,4 Millionen Russlanddeutsche in der Bundesrepublik, die selbst oder deren Eltern und Großeltern oft von den Deportationen betroffen waren. Wenn wir uns heute ihre Vergangenheit ins Bewusstsein rufen, dann geht es nicht nur um formales Gedenken, nicht nur um Mitmenschlichkeit und Respekt. Das Wissen über die spezifischen russlanddeutschen Erfahrungen mit deren schmerzlichen Folgen bis heute und deren Anerkennung durch die Mehrheit sind von Bedeutung für gesellschaftliches Zusammenwachsen und solidarisches Handeln. Der 28. August ist nicht nur ein deutscher, sondern auch ein europäischer Erinnerungsort, im übertragenen Sinn dieses Begriffes. Die stalinistischen Deportationen, die auch zahlreiche weitere Gruppen betrafen, waren eine Folge von Krieg und Diktatur, ein Akt brutaler Machtpolitik. Und auch heute sind Freiheit, Selbstbestimmung, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz in Europa bedroht, und keineswegs nur in Belarus. Vor diesem aktuellen Hintergrund wird uns die Deportation der Russlanddeutschen exemplarisch die Bedeutung dieser Werte vor Augen und ruft zur Wachsamkeit auf. Und hier sind auch die Anknüpfungspunkte, um die russlanddeutschen Erfahrungen noch stärker als bisher nicht nur in das gesamtdeutsche, sondern auch in das europäische Gedächtnis einzubringen. Denn nach wie vor müssen wir konstatieren, dass das Wissen darüber noch viel zu gering ist. Das sind alles keine ganz neuen Erkenntnisse. Im Förderbereich nach § 96 Bundesvertriebenengesetz, ebenso wie im BKGE in Oldenburg, wird schon seit Jahren ein Schwerpunkt auf die Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen gelegt. Es ist auch kein Zufall, dass das größte Forschungsprojekt am BKGE die Alltagsgeschichte der Russlanddeutschen in der Sowjetunion nach 1953, ihr sowjetisches Gepäck in Anführungszeichen und dessen Nachwirkungen bis heute betrifft. Auch wenn ganz unstrittig wissenschaftliche Forschung und feierliches Gedenken an Opfer unterschiedlichen Regeln gehorchen müssen, so sind sie meiner Ansicht nach doch nur zwei Seiten derselben Medaille. Wissenschaftler sollten bei allem Anspruch auf kritische Objektivität nicht vergessen,
dass sie über menschliche Schicksale und oft Tragödien schreiben. Auf der anderen Seite kann sich empathisches Opfergedenken ohne die Basis der Zahlen, Daten und wissenschaftlichen Diskurse sehr leicht verselbstständigen. Das eine kommt ohne das andere nicht aus. In diesem Sinn haben wir das heutige Programm gestaltet und das Gedenken mit aktuellen Fragen nach der Gegenwart und der heutigen Identität der Russlanddeutschen verbunden. Bevor wir jetzt gleich in das Programm einsteigen, habe ich noch Dank auszusprechen. Dem Präsidenten des Deutschen Historischen Museums, Herrn Professor Raphael Groß, dafür, dass wir heute in seinem Haus zu Gast sein dürfen. Ich bin sehr froh darüber, denn das DHM ist der für diesen Anlass angemessene Ort. Die Geschichte der Russlanddeutschen gehört in die Mitte der deutschen Geschichte, für die das DHM steht. Einen herzlichen Dank sage ich an meinen Kollegen, Professor Hans-Christian Petersen, der die Forschungen über Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen im BKGE leitet und die fachliche Diskussion und die fachliche Konzeption dieser Veranstaltung erarbeitet hat. Sie werden ihn gleich kennenlernen, er wird auf dem Podium mitdiskutieren. Zu danken habe ich meine Kollegin Maria Luft, die die organisatorische Leitung innehat. Sie hat zusammen mit Frau Sonja Trautmann vom Deutschen Historischen Museum, die uns bei der Vorbereitung ebenfalls sehr geholfen hat, alles vorbereitet und dafür auch ein ganz herzlicher Dank. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Ruth Mokrowecher, Viola, und Uschi Kreu, Violoncello. Wir hören Werke von Alfred Schnittke, dem wohl bekanntesten russlanddeutschen Komponisten, und von Reinhold Glier, ursprünglich heißt er Glier, und ist Sohn eines deutschen Musikinstrumentenbauers in Kiew, ein berühmter Komponist und Professor am Moskauer Konservatorium. Ich freue mich sehr darüber, dass wir diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit 6 Partnereinrichtungen durchführen können. Dem Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, dem BKM Kulturreferat für Russlanddeutsche in Detmold, dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa in Potsdam, das uns wieder mit Rat und Tat unterstützt hat und auf dessen YouTube-Kanal Sie diese Veranstaltung dann auch langfristig verfolgen können. Lieber Harald Roth, irgendwo unter uns sitzt er. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zusammenarbeit und bitte richten Sie den Dank auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen aus. Weitere Partner sind die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland in Stuttgart, Memorial Deutschland Berlin sowie das Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Und nicht zuletzt gehört der Dank allen im Programm genannten Akteurinnen und Akteuren, die aus den soeben genannten Einrichtungen zu uns gekommen sind. Es folgen jetzt gleich die Ansprachen von Frau Kulturstaatsministerin Monika Grütters sowie des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bernd Fabricius. Daran wird sich das Impulsreferat über den Deportationserlass vom 28. August 1941 und seine Folgen anschließen, vorgetragen von Edwin Dwargintim, dem BKM-Kulturreferenten für Russlanddeutsche in Detmold. Nach einer 10-minütigen Pause, in der Sie sich gerne hier im Raum oder draußen, aber bitte nicht im zu engen Foyer aufhalten können, geht es dann mit der Podiumsdiskussion zum Thema sowjetisches Gepäck und heutige Identität Russlanddeutsche 2021 weiter. Sie wird moderiert von der Journalistin Tamina Kutscher, Chefredakteurin des 2016 und 2021 mit dem Grimme Online Award ausgezeichneten Portals decoder.org, das die Aufgabe hat, uns Russland und Belarus bekannt zu machen und zu entschlüsseln. Frau Kutscher wird Ihnen dann auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion vorstellen. Das Schlusswort wird von Herrn Cornelius Enz gehalten, dem Leiter des Museums für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold. Liebe Frau Grütters, mit Ihrer Unterstützung wurden die Spielräume für die Erforschung und Vermittlung russlanddeutscher Geschichte in den vergangenen Jahren wesentlich erweitert. Ich heiße Sie ganz besonders herzlich willkommen. Danke Ihnen, dass Sie da sind und bitte Sie jetzt, das Wort zu ergreifen. Vielen Dank. Ja,
Ich möchte nur ganz kurz dem Publikum sagen, wenn der Herrn Fabricius und ich nachher den Saal verlassen, tun wir das nur, weil wir eine namentliche Abstimmung heute in der Sondersitzung des Deutschen Bundestages haben. Wir möchten nicht unhöflich sein, aber es geht nicht anders. Und wir sind froh, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet und wären sonst gerne länger geblieben, weil das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was natürlich auch durch die Entwicklung um uns herum in Europa immer wieder auch eine aktuelle Brisanz hat. Insofern bin ich Ihnen, lieber Herr Weber, dem BKGE und allen, die Sie gerade genannt haben, sehr, sehr dankbar, dass Sie dieses wichtige Datum genutzt haben, um eine solche Veranstaltung durchzuführen, und möchte mich und Bernd Fabricius nur für nachher entschuldigen. Also nochmal, lieber Herr Professor Weber, lieber Bernd, lieber Herr Dr. Fabricius, lieber Herr Bergner, ich freue mich, dass wir uns auch heute einmal wiedersehen. Lieber Herr Dr. Wakentin, eben Kulturreferent für Russlanddeutsche, der ja auch gleich noch ein Impulsreferat hält, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der 28. August ist in vielerlei Hinsicht ein erinnerungswürdiges Datum. Am 28. August 1749 wurde zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe geboren. Und am 28. August 1963 hielt Martin Luther King in Washington seine berühmte Rede »I have a dream«. Und am 28. August 1995 wiederum starb Michael Ende. Ich könnte die Liste fortsetzen. Für Russlanddeutsche aber ist der 28. August mehr als nur ein erinnerungswürdiges Datum. Der 28. August 1941 ist das dunkelste Datum in ihrer jahrhundertelangen Geschichte. Der Tag, der ihr vertriebenen Schicksal besiegelte und den Beginn einer leidvollen Odyssee markierte. Was dieser Tag für die deutsche Minderheit in der Sowjetunion damals bedeutete, hat die Enkelin einer wolgadeutschen Großmutter, Valentina Sommer, 2011 in einem Buch beschrieben, das den Schicksalen ihrer Vorfahren und den persönlichen Erinnerungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gewidmet ist. Über den 28. August und die folgenden Tage heißt es darin, ich zitiere, »Es kam der Befehl, nur das, was man tragen kann, mitzunehmen und zu Fuß an das Wolgaufer zu kommen. Die lange Schlange glich einem Leichenzug, begleitet durch bewaffnete Soldaten. Das glückliche Leben, die Träume von der Zukunft, das Leben der Kolonisten wurde zu Grabe getragen. Jeder verstand ganz deutlich tief im Herzen, das ist der Abschied von daheim, von dem schönen Leben, von Freunden und Nachbarn, Abschied von der ersten Liebe, von den Zukunftsplänen, von der Heimat, und zwar für immer. Dieses Bild stand Tag und Nacht, Jahr für Jahr, das ganze Leben lang vor den Augen unserer Eltern und Großeltern. So wie für Valentina Sommer der Leidensweg ihrer Mutter und Großmutter immer präsent blieb, so wirkt die Deportation bis heute in den Familien vieler Russlanddeutscher nach. Rund 900.000, Sie haben es eben gesagt, lieber Herr Dr. Weber, unschuldige Menschen wurden aus der Wolga-Region, aus den östlichen Gebieten der Ukraine, von der Krim, dem Kaukasus und aus weiteren Gebieten nach Sibirien und Kasachstan zwangsumgesiedelt. Rund 350.000 mussten unter qualvollen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Soweit sich das heute überhaupt noch nachvollziehen lässt, kamen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs rund 150.000 Menschen durch Aussiedlung, Hunger und Zwangsarbeit ums Leben. Dieses Unrecht hat sich nicht nur tief in die Familiengeschichten eingebrannt. Es hat der rund 150-jährigen russlanddeutschen Geschichte an der Wolga und am Schwarzen Meer gewaltsam und leider eben auch auf Dauer ein Ende gesetzt. Erst nach 1955 durften die Zwangsvertriebenen sich wieder in andere Gegenden der Sowjetunion niederlassen, aber eben nicht dort, wo sie vor dem Krieg gelebt hatten. Wie Valentina Sommer denken viele Russlanddeutsche deshalb am 28. August an die, ich zitiere noch einmal, zurückgebliebenen Verstorbenen, zerstreut in ganz Russland vom Schwarzen Meer bis Sibirien und Kasachstan, auf teils vergessenen, zerstörten und verschwundenen Friedhöfen und an die namenlos am Rande des Wander- und Kriegsweges auf die Schnelle Beerdigten. Sie verdienen ein ehrendes Andenken. Deshalb bin ich froh, dass das Bundesinstitut für Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, das BKGE,
dem 80. Jahrestag des Beginns der Zwangsumsiedlung der Russlanddeutschen, genau diese heutige Tagung, lieber Herr Dr. Weber, widmet. Für dieses wichtige geschichtspolitische Zeichen danke ich Ihnen und allen Beteiligten daran sehr herzlich. Die Erinnerung auch auf diese Weise zu bewahren und weiterzutragen ist umso bedeutsamer, als eben kaum noch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen leben und auch die unmittelbar folgende Generation ja jetzt schon ein sehr hohes Alter erreicht hat. Und darüber hinaus kann eine solche Tagung den 28. August 1941 im Zusammenhang mit einem für Deutschland nicht minder wichtigen Jahrestag betrachten, mit dem durch völkisch-nationalistische Großmachtfantasien motivierten deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Dieser Überfall markiert den Beginn eines brutalen und barbarischen Krieges, einer Besatzungs- und Vernichtungsherrschaft, der eine schier unfassbare Zahl von Menschen das Leben kostete. Jetzt bin ich hier gerade mal eben durcheinander geraten. So. 27 bis 28 Millionen Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürger, die überwiegend Zivilisten waren, ermordet von Deutschen, verhungert oder erfroren, teils abgewertet als sogenannte slawische Untermenschen, teils verachtet und vernichtet, weil sie Jüdinnen und Juden waren. Dieser Kontext, also des Überfalls, dieser Kontext darf eben auch nicht außer Acht gelassen werden, wenn wir über den 28. August 1941 reden, dann eben auch über den 22. Juni. Doch so schrecklich das Leid unschuldiger Menschen, so entsetzlich die Auswüchse eines Krieges, an denen Millionen Männer, Frauen und Kinder körperlich und seelisch zugrunde gingen, die kollektive Stigmatisierung der Russlanddeutschen als Verräter oder Kollaborateure und ihre dadurch begründete Zwangsumsiedlung sind und bleiben ein Verbrechen und ein Unrecht, das bis heute nachwirkt. Die russlanddeutschen Erfahrungen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg vielfach in weiteren gewaltsamen Umsiedlungen und Unterdrückung unter kommunistischer Diktatur im Übrigen fortsetzten, spiegeln die leidvolle Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Sie lehren uns, dass es ohne die Überwindung des Nationalismus, der einst im barbarischen Eroberungsfeldzug Hitlers im Osten gipfelte und der heute leider vielerorts wieder im Aufwind ist, keinen dauerhaften Frieden in Europa geben kann. Nicht nur deshalb sollten die russlanddeutschen Erfahrungen viel mehr Gehör finden. Die christdemokratisch geführten Bundesregierungen haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten unter der Führung Helmut Kohls wie auch Angela Merkels sehr dafür eingesetzt, dass die Geschichte, aber eben auch die Traditionen und die Kultur der Deutschen aus Russland die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Nicht nur, weil wir Christdemokraten finden, dass kultureller Reichtum, dass Wurzeln und Traditionen etwas sind, worauf jede Gemeinschaft stolz sein kann, sondern auch, weil wir der Auffassung sind, dass russlanddeutsche Geschichte Teil unserer gemeinsamen deutschen Geschichte ist. Deshalb ist es bis heute ein wichtiges Anliegen jeder unionsgeführten Bundesregierung, das reiche kulturelle Erbe der historischen Ortsgebiete und der deutschen Siedlungsgebiete im östlichen Europa zu bewahren, zu erforschen und zu vermitteln, so wie § 96 des Bundesvertriebenengesetzes es auch vorsieht. In meinem Etat hat die regelmäßige Förderung mit mehr als 31 Millionen Euro jährlich im Jahr 2020 eine Höhe erreicht, die sowohl ideell als auch monetär unsere hohe Wertschätzung für das kulturelle Erbe der Aussiedler und Vertriebenen zum Ausdruck bringt, gerade auch im Vergleich mit dem Tiefpunkt von weniger als 13 Millionen, der unter der rot-grünen Bundesregierung im Jahr 2005 für den gesamten Förderbereich zu verzeichnen war. 13 Millionen damals, 31 Millionen heute. Unter anderem finanzieren wir damit eine Vielzahl an Projekten mit Partnern, die sich der Erinnerung und der Bewahrung des kulturellen Erbes der Deutschen aus Russland widmen. Von der Förderung profitieren aber eben auch Initiativen und Veranstaltungen mit russlanddeutschem Bezug. So habe ich beispielsweise an der Universität Osnabrück eine eigenständige Juniorprofessur für, so heißt sie, Migration und Integration der Russlanddeutschen einrichten lassen,
die aus meinem Kulturetat finanziert wird. Außerdem unterstützen wir das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold seit 2016 im Wege der Projektförderung. Ging es zunächst um den Aufbau des Museums, steht derzeit eher die Konsolidierung im Vordergrund. Zum besseren Verständnis russlanddeutscher Erfahrungen wird sicherlich auch der neue Förderschwerpunkt vielstimmige Erinnerung, gemeinsames Erbe, europäische Zukunft, Kultur und Geschichte der Deutschen und ihrer Nachbarn im östlichen Europa beitragen, den wir eingerichtet haben, um in Europa Verstehen und Verständigung gerade hierfür zu fördern. Vor wenigen Wochen konnten wir außerdem hier in Berlin endlich das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung eröffnen. Dieser deutschlandweit einzigartige und gesamteuropäisch verankerte Lernort zu den Themen Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration, insbesondere im 20. Jahrhundert, und da geht es auch um die Deutschen aus Russland, erinnert mit zahlreichen Exponaten nicht zuletzt auch an das Leid und die persönlichen Schicksale der Russlanddeutschen. Eine Grubenlampe beispielsweise, verwendet von 1942 bis 1947 im Lager in Korkino im Ural, ist ein deutliches und markantes Zeugnis von Zwangsarbeit, die Russlanddeutsche in der Arbeitsarmee leisten mussten. Das Dokumentationszentrum stellt aber auch die Bezüge her zu den Verbrechen Deutschlands, die diesem Unrecht vorausgingen. Um eine solche differenzierte und eine den Millionen Einzelschicksalen angemessene Form des Gedenkens wurde über viele Jahre gerungen. Umso mehr erfüllt es mich mit Dankbarkeit, dass nun endlich jenes, so haben wir es damals und heute genannt, sichtbare Zeichen gegen Flucht und Vertreibung gesetzt ist, auf das die mittlerweile hochbetagten Betroffenen und ihre Nachkommen so lange gewartet haben. Es kann Menschen aus aller Welt für Ursachen und Folgen des Heimatverlustes sensibilisieren. Dass unterschiedliche Erinnerungen an das wechselvolle 20. Jahrhundert um Gehör und Anerkennung ringen, ist Teil der Identität Europas. Sie sind als Folge der Verheerungen, die Deutschland über Europa gebracht hat, eng miteinander verwachsen und ergeben doch kein homogenes Narrativ, kein gemeinsames Gedächtnis. Eine gemeinsame Erinnerungskultur kann deshalb nur darin bestehen, der Vielstimmigkeit der Erinnerungen Gehör zu verschaffen und dadurch zu einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu verstehen und Verständigung zu finden. Anton Mark Steder, ein russlanddeutscher Historiker, geboren in Kasachstan, hat es im Zusammenhang mit seiner eigenen Familiengeschichte einmal so formuliert: Alle Geschichten verwaschen, verwelken, zerschmelzen. Und das einzig Wirksame, das uns Menschen bisher dagegen eingefallen ist, ist, diese Geschichten einander zu erzählen. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und die zahlreichen weiteren Organisationen und Vereine der Aussiedler und Vertriebenen, in denen ja viele von Ihnen, meine Damen und Herren, sich ehrenamtlich, aber vorbildlich engagieren, weiterhin dafür sorgen, dass diese Lebens- und Familiengeschichten, die mit dem 28. August 1941 eine brutale Zäsur erfahren haben, erzählt und weitergetragen werden. Sie sind nicht nur Teil deutscher Geschichte, sie sind auch wertvoll für Deutschlands Gegenwart und Zukunft. Als eindringliche Warnung vor Nationalismus und totalitärem Denken, als Ansporn für ein demokratisches, in Vielfalt geeintes Europa einzutreten und als Bekräftigung der Notwendigkeit, auch kulturellen Minderheiten eine Heimat zu sein. Dafür wünsche ich der Tagung Deportation und Erinnerung, lieber Herr Professor Weber, zum 80. Jahrestag der Zwangsumsiedlungen der Deutschen, der Russlanddeutschen, inspirierende Diskussionen und eine breite Resonanz. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Kulturstaatsministerin, Grüters, liebe Monika, liebe Bundesbeauftragte AD, Dr. Bergner, lieber Christopher, Professor Weber, Herr Bundesvorsitzender Thiessen, lieber Edwin Warkentin, meine Damen und Herren,
Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten im Rahmen der Gedenkveranstaltung anlässlich des 80. Jahrestages der Zwangsumsiedlung der Russlanddeutschen zu Ihnen sprechen zu dürfen. Das Motto der heutigen Gedenkveranstaltung lautet Deportation und Erinnerung. Erinnerung und Gedenken ist es, meine Damen und Herren, die wir den Opfern dieses Unrechts nach vielen Jahrzehnten entgegenbringen wollen, gerade auch an einem symbolträchtigen und würdigen Ort wie dem Deutschen Historischen Museum. Damit ist es aber nicht getan. Wenn man sich die Nachwirkungen dieses Unrechts in Gegenwart und Zukunft vergegenwärtigt. In seinem epochalen Werk Archipel Gulag, das eine einmalige und umfassende literarische Anklage gegen stalinistische Gräueltaten darstellt, widmet der Literaturnobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn den Deutschen aus Russland viel Mitgefühl für ihr leidvolles Schicksal. Ich zitiere. Wie einst auf dem von Kaiserin Katharina geschenkten, fruchtbringenden Land, so setzten sie sich jetzt auf dem von Stalin zugewiesenen kargen Boden fest, widmeten sich ihm, als wär's nunmehr für alle Zeit ihr eigen. Nicht bis zur ersten Amnestie richteten sie sich darauf ein, nicht bis zur ersten Zarengnade, sondern für immer. 1941 blank und nackend ausgesiedelt, jedoch umsichtig und unermüdlich ließen die Deutschen den Mut nicht sinken und schickten sich an, ebenso ordentlich und vernünftig zu werken. Zitat Ende. Ordentlich und vernünftig zu werken. Das kennzeichnet unsere Russlanddeutschen auch heute noch und wohl künftig in alle Zeiten. Wenige Wochen nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion war Stalins Rache an den sowjetischen Bürgern deutscher Volkszugehörigkeit allgegenwärtig. Sie, Herr Professor Weber, haben die bedrückenden Zahlen genannt. Im Januar 1942 wurde eine allgemeine Verfügung zur Zwangsarbeit für alle Russlanddeutschen erlassen. Unzählige Menschen sind während der Verschleppung und in den Arbeitslagern der Trutarmee gestorben. Auch 80 Jahre später ist der 28. August daher ein Tag der Trauer und des Gedenkens. Das Zusammenkommen zum gemeinsamen Gedenken an diesem Tag und das Jahr für Jahr hat auch eine sichtbare heimatpolitische Komponente. Gemeinsames Gedenken stärkt mit seiner identitätsstiftenden Wirkung den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Zusammenhalt geht nicht ohne gemeinsame Erinnerung. Erst aus dieser Erinnerung erwachsen bewusstes Handeln in der Gegenwart und Verantwortung für die Zukunft. Genau diesen fühlt sich die Bundesregierung in dem Bereich Heimatpolitik und besonders auch im Bereich Vertriebenen- und Aussiedlerpolitik verpflichtet. Aufgrund der Kürze der Zeit werde ich mich auf zwei Aspekte des Vertriebenen- und Aussiedlerpolitischen Engagements beschränken. Im Bereich des Kriegsfolgenrechts ist der erfolgreiche Abschluss der symbolischen Anerkennungsleistung für die zivilen deutschen Zwangsarbeiter ein Meilenstein in der zu Ende gehenden Legislaturperiode zu benennen. Alle Menschen, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg durch ausländische Mächte wegen ihrer deutschen Staatsangehörigkeit oder ihrer deutschen Volkszugehörigkeit Zwangsarbeit leisten mussten, haben auf Grundlage der gleichnamigen Richtlinie diese Anerkennungsleistung erhalten. Etwa 3/4 der Antragstellerinnen und Antragsteller kamen aus der ehemaligen Sowjetunion. Über 38.000 positive Anerkennungsbescheide konnten erteilt werden. Uns ist hierdurch ein wichtiger Impuls gelungen, der einen Teil historischen Unrechts deutlich und spürbar anerkennt. Bezeichnend und bewegend für mich, erlauben Sie mir diese persönliche Anmerkung, war das Feedback der Betroffenen, die vielfach erstmalig im Rahmen der Antragstellung über das Erlebte berichten konnten, dass sie es der Bundesrepublik Deutschland erzählen konnten und wir zugehört und anerkannt haben. Unzählige Dankesbriefe dafür und nicht primär für den eher symbolischen Geldbetrag als Anerkennung zeigen, wie wichtig dieses Zuhören und Anerkennen den Betroffenen gewesen ist. Noch einen zweiten Aspekt will ich beispielhaft erwähnen.
in Umsetzung ihrer Einstands- und Fürsorgepflicht aufgrund des Kriegsfolgenschicksals der Deutschen aus Russland sucht die Bundesregierung nach tragfähigen Lösungen zur Beseitigung des personenkreisspezifischen Benachteiligungen von Aussiedlern und Spätaussiedlern im Rentenrecht. Ich habe als Bundesbeauftragter eine Korrektur dringend nicht nur empfohlen, sondern eingefordert und auch Wege aufgezeigt, wie die bestehende Gerechtigkeitslücke systemkonform behoben und der personenkreisbedingten Altersarmut unter Russlanddeutschen entgegengewirkt werden kann. Leider konnten wir unseren derzeitigen Koalitionspartner SPD dafür nicht gewinnen. Das Anliegen bleibt aber auf meiner Agenda, meine Damen und Herren, bis es zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst werden konnte. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle versprechen. Gemäß Kabinettsbeschluss vom 23. Juni 2021 hat die Bundesregierung ein klares Signal gesetzt und 1 Milliarde Euro in den Haushaltsplanentwurf für 2022 für einen von Bund und Ländern geplanten Härtefallfonds, der auch Aussiedlern und Spätaussiedlern zugutekommen soll, eingebracht. Die Eckpunkte dieses Härtefallfonds, die zwischen der Bundesregierung und den Ländern gerade abgestimmt werden, sehen vor, dass sich die Länder in gleicher Höhe an der Finanzierung beteiligen sollen. Hier ist die kommende Bundesregierung aufgefordert, Aussiedler und Spätaussiedler gleichermaßen einzubeziehen und so einen Beitrag zur Beseitigung der Gerechtigkeitslücke zu leisten. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Grütters, liebe Monika, Ihnen und dem BKGE, welches mit Ihrer Unterstützung für Initiative und Organisation dieser Veranstaltung zeichnet, danke ich ebenfalls herzlich. Geschichtliche Aufarbeitung, Analyse der Vergangenheit und ein Blick in die Zukunft sind unerlässlich, wenn die erforderlichen Schlüsse für die Zukunft richtig gezogen werden sollen. Frau Dr. Krämer, die heute die Organisation Memorial vertritt, hat den Begriff fluide Identitäten in Bezug auf die Deutschen aus Russland geprägt. Einerseits gibt es den sozialwissenschaftlichen Ansatz, den Zuzug von Spätaussiedlern unter die Kategorie post-sowjetische Migration zu fassen und die Deutschen aus Russland der russischsprachigen Diaspora zuzuordnen. Das halte ich aus differenzierter Betrachtung und aus tiefster Überzeugung für absolut unzutreffend. Zu beobachten ist leider vielfach auch ein zumindest unsauberes journalistisches Herangehen, wonach Deutsche aus Russland undifferenziert und oberflächlich zu den russischsprachigen Bevölkerungsgruppen in Deutschland gezählt werden. Nur das Ausblenden der eigenen kulturellen Selbstverortung dieser Menschen und die Anmaßung einer Fremddiagnose lässt es zu solchen Abwägen kommen. Nach meiner Wahrnehmung sehen sich Deutsche aus Russland und den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion durchwegs als Landsleute, die nach einer wechsel- und leidvollen Geschichte in Deutschland, ihrer ältesten Heimat, wieder beheimatet werden wollen und mitnichten als post-sowjetische Migranten. Die deutsche Muttersprache, meine Damen und Herren, gehört, selbst wenn diese sich als Folge des Stalinerlasses und der darauf begründeten Repressionen noch in einem Überwinterungsschlaf befindet, zur selbstbestimmten kulturellen Identität, die sich einer Fremdbestimmung regelmäßig nicht unterwerfen muss. Russland-deutsche Verbandsvertreter Johann Thiessen, der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, wird dies bestätigen, sehen sich daher mitnichten als Repräsentanten post-sowjetisch-migrantischer Organisationen und werden von verantwortlichen Vertretern der Bundesregierung auch nicht so wahrgenommen. Sie lehnen derart pauschale Zuordnungen ab und wehren sich berechtigterweise gegen eine solche Fremdadressierung. Dabei haben Sie mich stets an Ihrer Seite. Als Aussiederbeauftragter ist es mir wichtig, im Kontext dieses Spannungsverhältnisses die Unterscheidung der Integration von Asylbewerbern und Migranten aus anderen Kulturkreisen von der Wiederbeheimatung deutscher Aussiedler und Spätaussiedler zum Ausdruck zu bringen und die unterschiedlichen Anforderungen zu beachten. Die kategoriale Unvergleichbarkeit der kriegsfolgenbedingten Aufnahme der deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler mit anderen Formen der Zuwanderung nach Deutschland sind offenkundig. Die
Aufnahme unserer Landsleute aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ist nach meinem Verständnis nicht bloß eine Episode der vielfältigen Einwanderungsströme nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Gerade das kollektive Kriegsfolgenschicksal der Deutschen aus Russland, welches heute im Mittelpunkt der Gedenkveranstaltung steht, als generationenübergreifendes Merkmal auch aktuell präsent ist und bis heute nachwirkt, macht mit seinem identitätsstiftenden Charakter den wesentlichen Unterschied zu anderen Zuwanderergruppen und die Einzigartigkeit des Spätaussiedlerzuzugs aus. Mit Blick auf die nachfolgende Podiumsdiskussion, die das sowjetische Gepäck innerhalb der heutigen Identität der Russlanddeutschen eruieren soll, erlaube ich mir zum Schluss meiner Ansprache die Fortsetzung des Solzhenitsyn-Zeitzeugnisses. Zitat: Wo liegt auf Erden jene Wüste, die die Deutschen nicht in blühendes Land zu verwandeln verstünden? Nicht umsonst hieß es im früheren Russland: Der Deutsche ist wie ein Weidenbaum, wo du ihn hinsteckst, schlägt er Wurzeln. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Professor Monika Grütters, sehr geehrter Herr Aussiedlerbeauftragter Professor Bernd Fabricius, sehr geehrter Herr Dr. Christoph Bergner, sehr geehrter Herr Professor Weber, sehr geehrte Damen und Herren. Dem Kollektivschicksal der Russlanddeutschen im Zweiten Weltkrieg öffentlich und gesamtgesellschaftlich zu gedenken, bedeutet gleichzeitig wirkungsvoll aufzuzeigen, warum sie hier sind. Darüber hinaus kann es auch den freiheitlich-liberalen Weg des Nachkriegsdeutschlands in der kritischen Auseinandersetzung mit dem dunkelsten Kapitel seiner Geschichte erklären. Oder das versöhnende Werk der Europäischen Union durch die Überwindung beider großen totalitären Regime des 20. Jahrhunderts. Oder es kann den etwa 3 Millionen Deutschen aus Russland, also denjenigen, die zugewandert sind und ihrer Kindern, identitätsstiftende Werte mit der Mehrheitsgesellschaft vermitteln. Oder es kann auf die Nachgeborenen sinnstiftend wirken. Und es kann aber auch der Mehrheitsgesellschaft aus einer anderen Perspektive den Facettenreichtum unserer Gesellschaft zeigen. 3 Millionen Mitbürger mit einer eigenen Kollektivbiografie, die sich sehr stark an den Motiven des heutigen Gedenktages ausrichtet, leben dauerhaft hier. Deshalb sind die Bewahrung und Weitergabe des Erinnerns eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Tatsächlich sind die Grundmotive dieses kollektiv Erlebten sowie Folgen und Konsequenzen daraus der breiten Mehrheit kaum bekannt. Das wurde heute auch schon angesprochen. Und mehr noch, sie sind im erschreckenden Maße in der Öffentlichkeit nicht präsent. Dabei verdient dieses Thema eine größere gesellschaftliche Anerkennung. Führt man sich die öffentlichen Debatten um Loyalitätsverhältnisse und Demokratieverständnis dieser Menschen im Zuge der letzten Bundestagswahlen vor Augen, wird deutlich, welche politische Brisanz dieses Thema mit sich bringt. Andererseits fühlen sich breite Kreise dieser betroffenen Menschen in diesen öffentlichen Debatten nicht repräsentiert. Sie empfinden sich abgehängt und nicht verstanden. Also hier gibt es noch sehr viel Potenzial zum Nacharbeiten. Insgesamt bewegen sich heute 20 Millionen Mitmenschen, persönlich, familiär und gruppenbezogen, in anderen Erinnerungsnarrativen als die der Mehrheit. Eine der großen Herausforderungen unserer modernen Gesellschaft ist, über die zunehmende Vielstimmigkeit dieser vielfältigen Erinnerungsnarrative ein gesamtgesellschaftliches Dach zu spannen, um für ein liberales, offenes und demokratisches Miteinander zu sorgen. Auf dem Weg zu einem solchen zeitgemäßen Kollektivbewusstsein, einem neuen Wir, wie es der Historiker Boris Plamper neulich formulierte, braucht es zweierlei. Erstens die Einsicht und die Bereitschaft der Diskursführenden auf verschiedenen Ebenen in Wissenschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft, dies als Potenzial für das Hier und Jetzt sowie für das zukünftige Miteinander zu erkennen. Und auf der anderen Seite braucht es Erzählerinnen und Erzähler, die diese Narrative kompetent in Hinsicht auf die Mehrheitsgesellschaft vermitteln. In der letzten Folge unseres Podcasts Steppenkinder, den ich mit meiner lieben Kollegin Ira Peter mache, die später dann auch in einer Podiumsdiskussion dabei sein wird,
In dem Podcast widmen wir uns den Hintergründen der Russlanddeutschen. Vermisste unsere Gesprächspartnerin, die Autorin Melita L. Roth, einen zentralen und für die breite Öffentlichkeit sichtbaren Gedenkort der Russlanddeutschen. Nun, ein solcher Erinnerungsort im abstrakten Sinne sollte der 28. August als Tag der Russlanddeutschen begangen werden. Wofür steht denn aber dieses Datum? Warum sollte uns alle angehen und welche Potenziale stecken drin? Der 28. August steht stellvertretend für alle Russlanddeutsche und ihr gesamtes Kriegsfolgenschicksal. So selbstverständlich ist es nicht, wie es klingt. Seit dem 22. Juni 1941 befand sich die Sowjetunion im Kriegszustand mit Nazi-Deutschland. Am 28. August erfuhren die Menschen in der damaligen Republik der Wolgadeutschen aus verschiedenen Presseorganen über gegen sie gerichtete pauschale Anschuldigungen der Kollaboration mit der Wehrmacht und als Konsequenz von der unverzüglichen Aussiedlung. Plötzlich wurden alle pauschal der Illoyalität bezichtigt, keine Beweise, keine rechtsstaatlichen Verfahren, sondern nur weil sie kulturell, aber weder politisch noch ideologisch dem Aggressor nahestanden. Was jeglicher Rationalität zuwiderläuft und keinem rechtsstaatlichen und humanitären Verständnis standhält, war ein zentrales Mittel der Macht dieses totalitären Staates. Doch nicht nur die Wolgadeutschen waren davon betroffen. Bereits in den Wochen davor und noch Monate später erfolgten dieselben Anordnungen gegen Teile der deutschsprachigen Minderheit vom Südkaukasus über die Ukraine bis zum finnischen Meeresbusen im Nordwesten der Sowjetunion. Ihr Hab und Gut zurückzulassen und sich mit leichtem Gepäck an Bahnhöfe zusammenzufinden. So erinnert der 28. August nicht nur an die Wolgadeutschen, die etwa die Hälfte der 900.000 Deportierten ausmachten. Weitere 100.000 leben bereits in den für die Verbannung vorgesehenen Gebieten und weitere 350.000 wurden zu diesem Zeitpunkt bereits von der Wehrmacht überrollt. Obwohl von direkten Deportationen nicht betroffen, gehören infolge weiterer Repressionsmaßnahmen auch diese zu dem betroffenen Kreis. An die neuen Orte in Sibirien und Zentralasien verschoben, unterstanden alle Deutschen aus dem Gebiet der Sowjetunion anschließend 15 Jahre in Sondersiedlungen der Aufsicht von Sicherheitsbehörden. Noch 1952, also weit nach dem Ende des Krieges, waren von diesen Maßnahmen noch 1.225.000 Personen betroffen. Dem menschenverachtenden Pragmatismus dieses Regimes entsprechend wurde bestimmt, dass diese nun frei gewordenen Arbeitskräfte an der Heimatfront ihren Einsatz finden sollten. Dafür wurde das Arbeitslagersystem der Gulags benutzt. Von 1942 bis 1946 verrichteten, wurde schon erwähnt, 350.000 Frauen und Männer hinter Stacheldraht schwerste Arbeit. Zehntausende kamen dabei in Kohlegruben, beim Bau von Industrieanlagen und bei Waldarbeiten ums Leben. Andere trugen dauerhafte körperliche und seelische Schäden davon. Diese Umstände erzeugten bei den Betroffenen selten das Gefühl, zum Sieg gegen Hitler-Deutschland beigetragen zu haben, sondern eher für etwas bestraft zu werden, wofür sie nicht verantwortlich waren. Diejenigen, denen es in dieser Zeit gelang, der Sowjetunion zu entfliehen und in Deutschland Unterschlupf zu finden, wurden fatalerweise nach der Kapitulation an die Sowjetunion überstellt. Dies hatte zur Folge, dass weitere etwa 140.000 Menschen nach Kriegsende Verbannung und Lagerhaft erleben mussten. Der 28. August markiert somit nicht nur den Heimatverlust, sondern bildet den Brennpunkt des Kollektivschicksals der Russlanddeutschen mit furchtbaren Vorläufern in den 1930er Jahren und einer grausamen Fortsetzung nach 1941. Dem Heimatverlust aufgrund einer perfiden ethnischen Sippenhaft folgten Verluste von Menschenleben, von Menschenwürde, dauerhafter Stigmatisierung als Feinde im Inneren und in letzter Konsequenz auch weitestgehend der Verlust kultureller Identität und Gemeinschaft. Dies alles erkannte die Bundesrepublik Deutschland als das Kriegsfolgenschicksal dieser Menschen an. Das ist der Grund ihrer Aufnahme als Spätaussiedler hier in Deutschland. Durch das konkrete Ereignis, den Deportationserlass vom 28. August, ist man geneigt, dem Schicksal der Wolgadeutschen zu gedenken, was im Kern richtig ist. Doch die Erfahrungen der übrigen Gemeinschaften und deren Nachfahren mit ihrem Kriegsfolgenschicksal müssen in Zukunft mehr Berücksichtigung finden
um der Vielfalt und Heterogenität der Russlanddeutschen auch gerecht zu werden. Da die Wolgadeutschen mit knapp der 900.000 Deportierten betroffen waren, erschien es naheliegend, den 28. ins Zentrum des Erinnerns zu stellen. Ein weiteres und erinnerungspolitisch weitreichenderes Argument für dieses Datum lieferte der Umstand, dass mehr als die anderen die Wolgadeutschen mit ihrer Heimat eine zwar nominelle, aber dennoch identitätsstiftende Quasi-Staatlichkeit einbüßten. Ihre Wiederherstellung bildete spätestens seit Mitte der 1980er Jahre ein zentrales gesellschaftlich-politisches Motiv ihrer Emanzipationsbewegung. Sie spielte beim Gedenken eine zentrale Rolle. Jedoch damals und zunehmend mit der Zeit identifizierten sich bei weitem nicht alle mit dem Ziel der Wiederherstellung dieser Republik im Wolgagebiet. Viele sahen für sich die Lösung zum Teil in einer exterritorialen Autonomie, Kulturautonomie, die meisten aber in der Aussiedlung nach Deutschland. Inzwischen lebt der größte Teil dieses Erinnerungskollektivs dauerhaft in Deutschland und verbindet seine Zukunft mit diesem Land. Deshalb benötigt der Gedenktag sowohl von den Betroffenen als auch von der Mehrheitsgesellschaft eine Fortschreibung. Den heutigen nachgeborenen Generationen geht es nach wie vor um das Gedenken, daneben aber um das Verstehen, Formulieren und Vermitteln in die Mehrheitsgesellschaft. Auch die Mehrheitsgesellschaft soll sich gegenüber diesem Erinnerungsnarrativ mehr öffnen. Eine gesamtgesellschaftliche Relevanz dieses Themas könnte durch eine kontextuelle Öffnung im Umgang damit erzeugt werden. Mit kontextueller Öffnung meine ich, dies in einen größeren Rahmen zu setzen, um Bezüge herzustellen. Zum Beispiel, diese Art von Deportationen und deren Folgemaßnahmen waren keine singulär an den Deutschen verübten Repressionen. Sie betrafen Dutzende von autochthonen und allochthonen ethnischen Minderheiten sowie Teile einiger Titularnationen einzelner Sowjetrepubliken. Dieser Kontext ermöglicht es, das Gedenken und Verarbeiten in allgemeine Diskurse zu den Themen Minderheitenschutz sowie universelle Menschenrechtsfrage einzubetten. Oder Russlanddeutsche sowie viele andere Minderheiten und Nationen im östlichen Europa erlebten Auswirkungen beider großer totalitären Regime des 20. Jahrhunderts. Die Aufarbeitung in diesem Kontext gibt dem Gedenken der Russlanddeutschen einen gesamteuropäischen Charakter. Oder die Parallelen zu Erfahrungen mit kommunistischen Diktaturen der Ostdeutschen sowie anderer Gruppen von Aussiedlern oder den aus der Sowjetunion stammenden jüdischen Kontingentflüchtlinge zeigen, dass hier ein gesamtdeutsches Potenzial für Aufarbeitung verborgen liegt. Aber auch in Hinsicht auf die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Diktatur müssten die Auswirkungen der Volkstumspolitik auf die deutschen Minderheiten und deren Spätfolgen präsenter sein. Nicht zuletzt waren es die Vereinnahmungsbemühungen und die sogenannte Volkssolidarität, die Anlässe für Aggressionen gegen Nachbarstaaten lieferten. Stalin gaben diese Prozesse, zum Beispiel um das Münchner Abkommen oder der Überfall auf Polen, den Vorwand, die eigenen Deutschen als potenziell illoyal zu betrachten und sie präventiv zu bestrafen. Diesem Aspekt der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sollte mehr Beachtung geschenkt werden. Dadurch wird die humanitäre Wiedergutmachung durch Aufnahme und Integration von mehr als 4,5 Millionen Aussiedlern, also nicht nur Russlanddeutschen, sondern alle, für die Mehrheitsgesellschaft plausibler. Das sollte in den Aufarbeitungsdiskursen einen festen Platz finden. Gedenken, aufarbeiten, integrieren, wie weit sind wir denn damit heute? Vor 10 Jahren formulierte der damalige Aussiedlerbeauftragte Dr. Christoph Bergner anlässlich des 70. Jahrestages der Deportation: Das Hauptanliegen der politischen Bemühungen für die Russlanddeutschen ist ihre kulturelle Rehabilitierung. Seitdem wurde einiges unternommen, um eine Infrastruktur für eine professionelle und breitenorientierte Aufarbeitung und Vermittlung der russlanddeutschen Themen zu ermöglichen. Zu einigen Initiativen wird es bestimmt bei der Podiumsdiskussion auch gesprochen werden und einige wurden ja auch schon von Frau Monika Grütters genannt. Was sind aber diese Themen? In unserem literarisch-essayistischen Videoprojekt
Schweigeminuten, Beiträge zur vielstimmigen Erinnerungskultur, haben wir mit Autorinnen und Autoren versucht auszuloten, in welche Richtung sich die Erinnerungskultur der Russlanddeutschen weiterentwickeln könnte. Wenn es hier unter den Kindern und Enkeln Suchende gibt, dann spiegeln sie ihre individuellen und familiären Erfahrungen in den generellen Fragen unserer Zeit. Sie widmen sich der Überwindung transgenerationaler Traumata. Sie versuchen, die Motivation ihrer Eltern nachzuvollziehen, in einer neuen Umgebung ein neues Leben aufzubauen. Sie versuchen, mentale Gräben zwischen Generationen zu überwinden, die durch Sprachlosigkeit zum Beispiel entstanden sind, kulturelle und transnationale Zugehörigkeiten zu klären. Es geht ihnen um Identitätskrisen zwischen der Herkunft und der Gegenwart. Sie suchen nach einem Geschichtsbewusstsein, bei dem das familiär Erlebte mit den historischen Diskursen im heutigen Deutschland in Einklang gebracht wird. Hier bewegen wir uns in den Bereichen der großen Erzählungen der Gegenwart, der Aufarbeitung in der Kriegsenkelgeneration zum Beispiel oder bei den Identitäts- und Repräsentationsdebatten oder in den postmigrantischen Diskursen. Bei allen Überlegungen über Relevanz und Zukunftsfähigkeit dieses Erinnerungsnarrativs, der 28. August erinnert an einen 100.000-fachen Heimatverlust, 100.000-fache Entwürdigung durch Entmenschlichung, menschliche Tragödien, Sprach- und Identitätsverlust. Tausende verloren ihr Leben in den Lagern und auf dem Weg in die Verbannungsgebiete, ob aus der Wolga-Region, dem Kaukasus oder der Krim. Familien wurden zerrissen, Kinder wurden zu Waisen. Am 28. August gedenken wir der menschlichen Opfer beider totalitären Regime und fragen nach den Folgen und Konsequenzen für heute. So möchte ich persönlich diese Rede, diesen Impuls, meinen Großeltern widmen. Dem Großvater, den das Arbeitslager für sein Leben lang körperlich und psychisch gebrochen hat. Die Großmutter, die ihre drei Kinder und die Kinder ihrer Schwester, die im Lager war, durch diese schwere Zeit durchgebracht hat. Meinen Eltern und ihren Kollegen, die als Theatermacher in der Zeit der Perestroika das Schweigen gebrochen haben und über diese Sachen öffentlich gesprochen haben. Und vielen anderen, die die Verantwortung nicht scheuen, an der Erinnerungskultur tätig zu sein. Vielen Dank. Thank you.
Ja, herzlich willkommen nach dieser Pause auch von meiner Seite. Herzlich willkommen all unseren Gästen hier. Wir wollen ja hier über Erinnern sprechen und uns erinnern und uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen, wie es so schön zitiert wurde von Monika Grütters. Zuvor würde ich aber gerne nochmal auf das Bild verweisen, das wir hier eingangs gesehen haben und das das Bild der heutigen Veranstaltung ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann die Technik nochmal eine andere Folie einblenden auf genau das, dieses Bild. Was mit dem auf sich hat, das erklärt uns nämlich Hans-Christian Petersen. Ja, das mache ich sehr gerne. Das Bild stammt aus dem umfangreichen, großartigen Fundus des Museums für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, die uns das dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben. Das ist von Heinrich Brogsitter aus Trier 1997 und führt eigentlich genau in das Thema des heutigen Abends. Zum einen eben nach der Emigration, deswegen 1997, also in Deutschland angefertigt. Es zeigt aber den Moment vor der Zwangsumsiedlung, vor dem Abschied von der Wolga 1941. Also auf der von Ihrer Seite aus rechten Seite sehen Sie ja diese ältere Dame sitzen mit den wenigen Dingen um sie rum, die sie letztendlich dann auch mitnehmen konnte. Den Koffer, die Bücher, ein Bündel mit Kleidern. Und im Hintergrund die Wolga und dann auf der anderen Seite, also von Ihnen aus links, die sowjetische Symbolik, die an den NKWD erinnert und vor allem die Pfeife, die also als Symbol für Stalin in das Bild gesetzt ist und die das Dorf im Hintergrund ja schon in so einen bedrohlichen Rauch hüllt. Ne? Also das ist, es mag auf den ersten Blick wirken wie eine Idylle, aber es ist keine Idylle, sondern es ist eigentlich ein tragischer Abschied. Deswegen hatten wir das ausgewählt, genau. Ja, vielen Dank. Und wir wollen diesen roten Faden, den sie da in der Hand hält, aufgreifen und hier heute Abend, wie ich schon gesagt habe, unsere Geschichten erzählen, nämlich Geschichten über das sowjetische Gepäck und heutige Identität, Russlanddeutsche 2021. Und Sie können sich sicher sein, wenn wir darüber reden, reden wir ja nicht nur über Russlanddeutsche 2021, sondern eben über Deutschland 2021 und darüber, inwiefern ganz unterschiedliche Geschichten der Menschen, die heute hier leben und dieses Land ausmachen, und das sind eben auch die Russlanddeutschen, zur Sprache kommen und Gehör finden. Und da freue ich mich sehr über meine Gäste hier heute Abend. Herzlich willkommen, Albina Nazarinus-Vetter. Ich mache die Vorstellungsrunde kurz. Wir werden nachher noch mehr sagen zu Ihrer Biografie. Albina Nazarinus-Vetter ist stellvertretende Vorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Sie ist überhaupt sehr aktiv, hat viele Vereine gegründet, ist Mitglied der CDU und seit 2016 im Hauptberuf sozusagen Stadträtin der Stadt Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Albina Nazarinus-Vetter. Sie dürfen gern klatschen. Ja, ich begrüße außerdem, ich überspringe den Herrn noch, Ira Peter. Ira Peter ist derzeit Stadtschreiberin in Odessa und darum besonders schön, dass sie heute Abend hier in Berlin sein kann. Ja, und so bewegt sich Ira Peter weiter in diesem deutsch-ukrainischen Kulturraum, in dem auch ihre Vorfahren sich bewegten, die nämlich Wolyniendeutsche waren. Ira selbst kam 1992 aus Kasachstan nach Deutschland, inzwischen ja als Grenzgängerin und Medienfrau bekannt. Vorhin wurde schon der Podcast Steppenkinder erwähnt. Ira Peter ist Journalistin, sie betreibt den Podcast zusammen mit Edwin Wakentin, sie ist Stadtschreiberin und sie schreibt auf ihrer Website, das möchte ich kurz vorlesen, sie möchte auf diese Weise zu einem ausgewogenen Bild der Deutschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in der Öffentlichkeit beitragen. Dazu werden wir sicher auch noch mehr hören. Herzlich willkommen, Ira. Ja, Marit Krämer ist heute Abend auch hier. Marit Krämer ist Soziologin, promovierte Soziologin und Projektleiterin bei Memorial Deutschland, außerdem auch Lehrbeauftragte an der Fachhochschule Potsdam
Und zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem auch russlanddeutsche Identitäten und Erinnerungskulturen. Und so hat Marit Krämer eine Studie durchgeführt, eine qualitative Studie über die Kinder der zweiten Generation. Also das sind die Kinder der Deportierten, die heute in Deutschland leben. Aus dieser Studie wird sie uns heute Abend sicher einiges erzählen können. Sie arbeitet auch mit Tschetschenien und mit tschetschenischer Diaspora. Insofern haben wir hier auch vergleichende Einblicke sicher. Sehr schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen, Marit Krämer. Ja, und Hans-Christian Petersen, herzlich willkommen, Hans. Ich duze hier einige, weil wir uns lange kennen. Bitte wundern Sie sich nicht. Hans-Christian Petersen ist eben Gastprofessor für Migration und Integration der Russlanddeutschen am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Uni Osnabrück. Er ist außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, die uns ja hier heute Abend auch eingeladen haben. Hans hat es im Wesentlichen hier auch alles mit konzipiert und organisiert. Herzlich willkommen. Albina, ich will mit Ihnen anfangen. Edwin hatte ja vorhin schon gesagt, dieser 28. August, das ist der Tag, der zunächst vor allem die Wolgadeutschen betraf, später auch andere Gruppen der Deutschen. Aber trotzdem ist er auch der Tag, an dem sich auch andere Gruppen erinnern an ihr sowjetisches Gepäck, die nicht unmittelbar vielleicht betroffen waren von diesem Erlass. Dazu gehört auch Ihre Familie. Sie sind selber aufgewachsen in Pazasnovka. Das ist ein... Pazasnova, fast richtig gesagt. Genau, ein russlanddeutsches Dorf, eine Tochterkolonie, eine sogenannte Tochterkolonie, die eben ausgegründet wurde in Südwestsibirien, in einem deutschen Rajon, Oktjabrski Rajon. Und Sie hatten insofern Glück, als Sie dort auch Deutsch sprechen konnten. Sie hatten Deutschunterricht in der Schule. Ihre Familie selber war von der Deportation nicht betroffen. Sie waren schon in Sibirien sozusagen. Als Sie mit 20 Jahren nach Deutschland kamen, haben Sie da dennoch ein sowjetisches Gepäck gespürt, das Sie mitbrachten? Und wenn ja, wie schwer war das? Auf jeden Fall habe ich mich schon mal sehr darauf gefreut, also in die Heimat meiner Vorfahren zurückzukehren. Es war ja ein sehr langer Weg bis dahin. Also meine Familie hat tatsächlich über 4 Jahre gewartet, bis der Aufnahmebescheid gekommen ist. Also es gab ja so ein richtiges Prozedere. Man musste diesen Aufnahmebescheid erstmal, also den Antrag an sich ausfüllen. Der war, glaube ich, 40 Seiten lang und musste beweisen, dass man deutsche Herkunft ist, dass man die deutsche Sprache beherrscht, Sitten und Gebräuche gepflegt hat. Und also das stimmt ja auch alles tatsächlich. Also wie Sie schon richtig gesagt haben, bin ich mit der deutschen Sprache, mit der deutschen Kultur aufgewachsen und habe mich schon immer von meiner Geburt an auch als Deutsche gefühlt. Und habe dann aber natürlich festgestellt, nachdem ich in Deutschland dann angekommen bin, dass man nicht nur mich persönlich, sondern uns als Russlanddeutsche gar nicht als Deutsche anerkennt. Also formal natürlich schon. Also wir haben ja auch das große Glück, dass wir die deutsche Staatsbürgerschaft gleich bekommen haben. Aber ich habe schon eine gewisse Ablehnung, Unverständnis, aber auch eine große Unkenntnis über unsere Geschichte, Kultur, auch Identität natürlich festgestellt. Also das hat mich alles auch sehr gekränkt. Also nicht nur mich persönlich, natürlich auch viele Landsleute, vor allem junge Leute, die diese Ablehnung natürlich tagtäglich auch erlebt haben. Und viele hatten es tatsächlich auch mit einer Art Identitätskrise zu tun. Also bei mir war es jetzt nicht so stark ausgeprägt,
Aber also ich hatte schon damit zu kämpfen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich auch hier meinen Platz in dieser Gesellschaft gefunden habe. Sie sind ja sehr aktiv geworden. Also Sie waren Mitbegründerin der Jugendorganisation der Landsmannschaft, habe ich schon erzählt. Sie haben auch eine andere Selbstorganisation der russlanddeutschen Jugend gegründet. Warum war das für Sie wichtig, da so aktiv zu werden? Und inwiefern war es für Sie wichtig, um Ihre Identität als Russlanddeutsche zu finden vielleicht auch oder zu bestimmen, sich dabei auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen? Na, weil ich festgestellt habe, dass viele junge Leute, genau wie ich, erstmal heimatlos waren. Also wie gesagt, wir haben schon mitbekommen, diese Ablehnung, also dieses Unverständnis, das natürlich darauf basierte, dass ganz wenige Menschen in der Aufnahmegesellschaft über unsere Geschichte Bescheid wussten. Auch heute haben wir ja viel darüber gesprochen, dass man es leider versäumt hat, von Anfang an einfach unsere Geschichte zu erzählen. Und aus diesem Grund waren ganz viele Vorurteile vorhanden, also diesem Personenkreis gegenüber, vor allem auch den jungen Menschen. Und da haben wir uns einfach überlegt, also ich war ja nicht alleine, also wir waren eine aktive Gruppe von Studenten damals, noch jung, dynamisch, ungebunden, und haben überlegt, was können wir selbst dazu beitragen, um auch das Einleben vor allem der jungen Leute zu erleichtern. Wir konnten mit dieser Selbstorganisation, mit der Deutschen Jugend aus Russland, das war der Name, konnten wir natürlich auch eine Stimme verleihen. Also man hat uns, wir haben uns Gehör verschafft, auch bei den politischen Entscheidungsträgern. Wir haben dafür gesorgt, dass sich ein Wir-Gefühl gebildet hat. Also junge Menschen haben natürlich mitbekommen, die sind nicht alleine, es gibt mehrere, die dasselbe Schicksal haben wie sie auch. Und natürlich haben wir gerade am Anfang sehr viel dazu beigetragen, dieses Defizit am Wissen über die eigene Geschichte, über die Identität aufzuholen. Es gab ganz viele Seminare, Multiplikatoren-Schulungen, Bildungsveranstaltungen, gerade zu diesem Thema der Geschichte, der Kultur, weil auch viele Russlanddeutsche ja selbst nicht Bescheid wussten über die eigene Geschichte, weil es ja oft auch verschwiegen worden ist von der Erlebnisgeneration. Ira, wie war das bei dir? Du warst noch Kind, du warst 9 Jahre alt, als du 1992 nach Deutschland kamst. Hast du da ein sowjetisches Gepäck gespürt? Spürst du das heute? Mein sowjetisches Gepäck ist eine Kiste voller bunter und sehr schöner Kindheitserinnerungen. Also ich empfinde es nicht als Last, sondern als ein Geschenkkorb, weil durch meine Herkunft ich Zugang zu verschiedenen Kulturen und Sprachen habe. Und ja, das liegt einfach an meinem Alter. Als Kind empfindet man ja vieles viel, viel leichter. Für meine Eltern war das natürlich ein großer Umbruch in ihrer Biografie. Und sie haben dieses Gepäck auf jeden Fall. Aber für mich als Kind war es einfach, hier anzukommen. Deutsch konnte ich schon von zu Hause. Ich konnte mich unglaublich schnell integrieren und fühle mich heute auf jeden Fall als Teil dieser Gesellschaft, habe aber eben meine bunte Schatzkiste. Und in die greife ich dann rein, wenn ich sie gerade brauche, so wie im Moment in der Ukraine, weil diese sowjetische Herkunft mich ja auch tatsächlich verbindet mit all diesen Menschen, die auch in der Sowjetunion geboren wurden und aufgewachsen sind. Das heißt, ich fühle mich automatisch mit Menschen verbunden, die auch in der Ukraine in den 80ern geboren wurden. Wir haben eine gemeinsame Erinnerung an bestimmte Trickfilme, an bestimmte Speisen. Das ist ein Vorteil, finde ich, weil ich wirklich dadurch viele Zugang einfach zu ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern habe. Und wenn du jetzt an dunkle Kapitel denkst, also du beschreibst das sowjetische Gepäck als eine bunte Kiste, das was schön ist, also du hast auch mal gesagt, das ist wie im Dorf, man kann immer irgendwas erzählen und die anderen wissen genau Bescheid, worum es geht. Aber es gibt ja eben bei dir auch die russlanddeutsche Familiengeschichte. Inwiefern spielt die damit rein in dieses Gepäck für dich oder betrifft sie dich überhaupt? Wie gesagt, du bist in Kasachstan geboren, du warst ein Kind, als du nach Deutschland kamst. Ja, ich
beschäftige mich ja nicht nur privat mit meiner russlanddeutschen Geschichte, sondern seit vielen Jahren auch beruflich, also eben im Steppenkinder-Podcast. Ich schreibe über diese Themen. Ich führe seit vielen Jahren Zeitzeugeninterviews. Es ist ein Thema, das für mich bedeutsam ist, aber nicht belastend. Natürlich ist es schwierig, über die Deportationsgeschichte meiner Familie zu sprechen, aber es belastet mich nicht in dem Sinne, es betrifft mich, aber es belastet mich nicht. Und es betrifft mich nicht, weil ich in der Lage bin, darüber zu sprechen. Ich kann offen darüber sprechen, es gibt keine Verbote, ich kann mit meiner Familie offen darüber sprechen und das nimmt vieles von dieser Last. Also es ist ein wichtiger Bestandteil und manchmal braucht man auch ein bisschen Pausen dazwischen. Also gerade wenn ich Zeitzeugeninterviews führe, die dann von der Deportationszeit erzählen oder von der Zeit in der Trudelmee, das trifft einen natürlich sehr im Herzen. Und dann nehme ich mir ein bisschen Zeit, schreibe das nieder und dann bin ich wieder frei. Es ist nicht meine Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, mit der ich arbeiten möchte, damit auch andere Menschen über diesen Teil der russlanddeutschen Geschichte in der Bundesrepublik erfahren. Vielen Dank, Ira. Beide habt ihr angesprochen, auch das Schweigen in den Familien, also die lange Zeit, in der es nicht möglich war, über diese Geschichte zu sprechen, sie zu erzählen oder nur schwer möglich war, in der man auch fürchten musste, stigmatisiert zu sein als Deutscher. Marit, du hast dich ja sehr intensiv in deiner Studie, in einer qualitativen Studie beschäftigt mit Kindern von Deportierten, also mit der sogenannten zweiten Generation. Was hast du darüber erfahren? Wie gehen die mit dieser Geschichte um, die ja ihre Eltern betroffen hat? Ja, sehr unterschiedlich. Also so wie die russlanddeutsche Gemeinde sehr heterogen ist, so sind eben auch die Strategien, mit denen sie umgehen mit ihrer Geschichte und der Geschichte ihrer Eltern. Was mich erstmal überrascht hat, war, dass manche wirklich kaum etwas wussten von der Geschichte ihrer Eltern, selbst von der Herkunft ihrer Eltern, was auch schockierend war. Also bei manchen lag es daran, dass die Eltern selber noch sehr klein waren, sehr jung waren und ihre Eltern bei der Deportation verloren haben, sodass sie gar nicht wussten, wo sie herkamen. Also sie konnten nicht sagen, ob sie aus der Wolga-Republik kamen oder aus anderen deutschen Siedlungsgebieten. Und das war eine Familie, die jetzt aber sehr fest im Glauben verwurzelt war und sich stark distanziert hat von der atheistischen, kommunistischen Sowjetunion und ihre Heimat sozusagen im Glauben fand. Also der Glaube war, hat die Leerstelle aufgefüllt, dass man nicht wusste, wo man herkam, aber man war sozusagen bei Gott und im Glauben fest verankert. Und die Deportation wurde im Interview gar nicht erwähnt. Also in der Lebensgeschichte kam die gar nicht vor. Und andere haben erst nach Akten gesucht und Ordner durchgeblättert, um zu schauen, wo kommen die Eltern eigentlich her, wo war das nochmal genau, wie hieß der Ort. Sie haben sich auf Russisch erinnert oder dann irgendwann fiel auch mal der deutsche Name ein. Das war also sehr unterschiedlich. Und es gab auch Fälle, die erstmal mit der positiven Geschichte angefangen haben, nämlich mit den Verwandten, die aus der westlichen Ukraine schon vorher, also während der Nazi-Herrschaft, während der Besatzung, weggegangen sind, Richtung Deutschland, erst ins besetzte Polen und dann weiter ausgewandert sind über Deutschland nach Übersee. Und für sie war es ganz wichtig, nicht die Opfergeschichte ins Zentrum der Geschichte zu stellen, sondern da waren auch welche, die hatten Glück und die haben ein gutes Leben führen können. Die haben sich was aufbauen können, irgendwo in einem freien, demokratischen Land, in einer zivilen Welt. Und dann gab es aber auch die, die hatten eben richtig Pech und die haben diese Demütigung, das Elend, das Hungern und Sterben erleben müssen. Aber es wurde sozusagen ungern erzählt, weil es natürlich auch ein trauriges, sehr, sehr trauriges Kapitel ist, worüber man, glaube ich, auch nicht so gerne spricht, weil es eben mit so viel Würdelosigkeit verbunden ist und so viel Demütigung verbunden ist. Und das ist nicht etwas, worüber man gerne spricht und in dessen Kontext man sich stellen möchte. Und so waren also die Strategien, mit der Geschichte der Eltern umzugehen, sehr, sehr unterschiedlich. Und du selber bist ja keine Russlanddeutsche. Warum fandest du aber wichtig, diese unterschiedlichen Geschichten zu hören? Was hat dich daran interessiert an dieser zweiten Generation?
Der Ausgangspunkt war eigentlich, dass wir uns bei Memorial natürlich schon lange mit der stalinistischen Zeit beschäftigen. Und Memorial International, also gerade auch die russische Organisation Memorial, hat sich sehr ausgiebig, sehr intensiv und auch schon sehr lange, also mit Beginn der Perestroika-Zeit, mit der Stalinismus-Zeit auseinandergesetzt. Und sozusagen diese Zeit, die Solzhenitsyn beschreibt im Gulag, sehr ausführlich erforscht, hat ganz viel Materialien gesammelt, Geschichten, alles Mögliche über diese Generation. Und für mich stand irgendwann die Frage, was ist eigentlich mit der nachfolgenden Generation gewesen? Wie ist die eigentlich mit diesem Erbe umgegangen? Wie war das für Kinder von ehemaligen Gulag-Häften zunächst erstmal mit traumatisierten Eltern aufzuwachsen oder eben ohne Eltern aufzuwachsen, mit diesen Leerstellen irgendwie aufzuwachsen, die oft gespürt wurden in der Familie, worüber aber nicht gesprochen werden durfte. Und da das in der Sowjetunion ja ein Massenphänomen war, Millionen hat es betroffen, habe ich zunächst eine Studie gemacht über die Kinder von ehemaligen Gulag-Häftlingen in Deutschland und in Russland. Also in Deutschland aus der sowjetischen Besatzungszone wurden ja auch Deutsche nach Worcuta und in andere Lager deportiert oder sind erschossen worden. Das heißt, es hat auch Familien in der sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise dann der DDR betroffen. Und dann kam eigentlich die nächste Gruppe. Wir wollten eigentlich schauen, ja, die Russlanddeutschen sind auch eine sehr große Gruppe, die Deportationen erlebt hat, wo das in der Familie, in vielen Familien eine Rolle gespielt hat. Also uns hat dann die zweite Generation interessiert, weil es so ein Massenphänomen ist. Und die Frage ist, hat es eigentlich auch, wenn man das analysiert, kann man da einen gewissen Zustand der Gesellschaft auch heraus ablesen? Das ist eigentlich die Frage. Da sind wir, glaube ich, noch dabei. Das wird noch weiter erforscht. Aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall eine Auswirkung hatte auf die Sowjetgesellschaft nach Stalin und später. Und welcher Art? Ich will da jetzt noch nicht vorweggreifen. Okay. Ist uns noch nichts verraten. Hans, dann gerade eben fiel schon dieses Stichwort, also das unterschiedliche Erinnern, die unterschiedlichen Geschichten, die erzählt werden, auch unter Russlanddeutschen, unter den Kindern der unter den Vertretern der zweiten Generation nach der Deportation. Und dieses Wort Opferdiskurs kam auf. Das ist ja ein Vorwurf, würde ich fast sagen, den man manchmal oder immer wieder hört, gar nicht so sehr gegenüber der persönlichen Erinnerung, gar nicht so sehr gegenüber Einzelnen, sondern auch gegenüber der Geschichtsschreibung. Ist das ein Vorwurf, den du nachvollziehen kannst? Also ich würde es nicht als Vorwurf verwenden, so, auf keinen Fall. Dazu, also ich fange mal andersrum an, um das vielleicht ein bisschen zu rahmen. Also es gibt in der Gruppe der Russlanddeutschen eine sehr hohe, Abina Nazarenos Vetter hat das ja schon erwähnt, Empfindlichkeit, sehr verständlicherweise für Kollektivzuschreibungen und Stereotypen. Ne? Und die kommen irgendwie immer wieder. Die haben wir das letzte Mal gehabt nach dem sogenannten unseligen Fall Lisa, also der ja eine Fake News war, aber der ja für ein mediales Echo gesorgt hat hier in der Bundesrepublik und dann diese Debatte über die angebliche Affinität der Russlanddeutschen zur AfD und nicht die gesamte Presseberichterstattung, aber ein Teil der Presseberichterstattung war wieder relativ stereotyp. Und das reißt einfach alte Wunden auf, wenn dann da steht Klein-Moskau etc., die der Gruppe nicht gerecht werden. Und wenn man die Geschichte der Gruppe kennt, dann ist auch völlig offensichtlich, warum diese Empfindlichkeit da ist. So gesehen kann ich diese Empfindlichkeit total verstehen, die ist nachvollziehbar und kann auch verstehen, wenn so ein Begriff wie Opfernarrativ oder Opferdiskurs dann als Vorwurf aufgefasst wird. Wenn ich den benutze oder wenn der aus wissenschaftlicher Perspektive benutzt wird, ist der wertfrei, das ist eine Feststellung und die Feststellung besagt einfach, dass, und da sind die Russlanddeutschen kein Ausnahmefall, da gibt es ganz viele Gruppen, dass das Erinnern, sozusagen das dominierende Erinnern, dominiert wird von einem bestimmten Narrativ. Das ist im Falle der Russlanddeutschen ein Narrativ von Leistungsträgern und Kolonisten, die dann in sowjetischer Zeit zu Opfern wurden. Und der zentrale Bezugspunkt dafür ist der 28. August, deswegen sind wir heute hier. So, und das ist sozusagen, was die Gesamtgewichtung angeht, auch völlig verständlich. Also weil diese Zwangsumsiedlungen
über die Zahlen wurden heute jetzt ja schon mehrfach genannt, eine tiefe und die tiefste Zäsur sind in der russlanddeutschen Geschichte. So. Gleichzeitig, und das ist sozusagen mein Punkt, deckt das eben nicht die gesamte russlanddeutsche Geschichte ab. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Migrationswege, die schon lange, also im 19. Jahrhundert schon nach Sibirien, von dort dann weiter nach der Einführung der Wehrpflicht unter Alexander II. Nach Amerika. Es gibt allein in den USA um 1940 eine Million Menschen, die sich als Germans from Russia bezeichnen. Die sind von diesen ganzen stalinistischen Zwangsumsiedlungen nicht betroffen. Es gibt die Geschichte in der Ukraine, das wurde heute ja schon angesprochen. Da haben wir die Frage, inwieweit gibt es eine Beteiligung von Ukraine-Deutschen an der deutschen Besatzungs- und Vernichtungspolitik, und die gibt es. Und da haben wir viel größere Forschungslücken, da gibt es gerade, wie viele waren das, darauf gibt es keine abschließende Antwort. Aber was ich damit sagen will, die russlanddeutsche Geschichte ist vielfältig und ich finde es halt schwierig, also aus analytischer Sicht schwierig, wenn das sozusagen alles unter ein Narrativ gepackt wird. Und ich finde es auch für die Gruppe und für die Menschen schwierig, weil es einfach auch andere Geschichten gibt, die auch ihren Platz finden müssen. Das ist sozusagen der Punkt, aber das ist kein Vorwurf, also von meiner Seite nicht, ne? Und das wäre nicht angemessen. Und es bedeutet auch nicht, in irgendeiner Form das zu relativieren, weshalb wir heute hier sind. Es bedeutet nur, dafür zu plädieren, das Bild zu weitern. Also der Trauer durchaus Raum geben, aber eben die Geschichte, die Geschichten vielleicht zu öffnen für viele andere Geschichten, die erzählt werden müssen. Und dieses Öffnen muss sich da nicht auch, und das klang jetzt heute auch hier schon mehrfach an, die Mehrheitsgesellschaft öffnen für die Geschichte der Russlanddeutschen? So, wir wissen ja wahnsinnig wenig darüber. Ja, also zweifellos, es gibt, das wurde ja schon angesprochen, Edwin hatte das ja vorhin auch schon gesagt, es gibt leider sozusagen als Ergebnis, oder das ist ein positives Ergebnis dieser stereotypen Debatten nach dem sogenannten Verlieser und dieser AfD-Debatte, es gibt heute eine Vielzahl von Informationsmöglichkeiten fundierter Art, online bei der Bundeszentrale, also Decoder, Podcasts etc. Die sind leicht erreichbar, die sind fundiert, die sind gut. Und es ist wirklich eine Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft, mehr von russlanddeutscher Geschichte und Geschichten zur Kenntnis zu nehmen. Also ich würde das mal die Antwort in zwei Begriffe fassen, Anerkennung und Öffnung. Anerkennung ist sozusagen die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, zur Kenntnis nehmen und auch zur Kenntnis nehmen, wenn wir jetzt über den 28. August reden, dass auch Deutsche sozusagen im Zuge des Zweiten Weltkriegs Opfer geworden sind. Dafür steht nämlich die russlanddeutsche Gesellschaft und es steht halt quer sozusagen zu dem deutschen Erinnern an den Zweiten Weltkrieg, verständlicherweise, aber es gehört eben auch ins Bild. Und da hat die Mehrheitsgesellschaft eine Bringschuld, meiner Meinung nach. Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere Teil ist, dass es an den russlanddeutschen Interessensorganisationen, meiner Meinung nach, und auch an den ihnen nahestehenden Historikern ist, das Bild zu öffnen. Also wenn wir, ich sage das jetzt mal zugespitzt, wenn weiter sozusagen eine reine Opfergeschichte aus der Gruppe für die Gruppe geschrieben wird, dann bietet das keine Anknüpfungspunkte für die Mehrheitsgesellschaft, sondern es bedarf sozusagen konzeptioneller Öffnungen und vorher der Anerkennung. Ne? Also es kann keine Öffnung geben, wenn man das Gefühl hat, man wird gar nicht wahrgenommen. Das ist rein psychologisch Prozess. Völlig klar. Ja? Und da fehlt was, da fehlt der erste Schritt von der Mehrheitsgesellschaft. Aber es bedingt sich gegenseitig, meiner Meinung nach. Und dann finde ich eben, also da würde mir viel zu einfallen, Edwin hat einen Teil schon gesagt, die Verortung im Gesamtstalinismus, es wurden ja nicht nur Deutsche repressiert und zwangsumgesiedelt in der Imperialgeschichte, aber eben auch in der Migrationsgeschichte und auch in der postsowjetischen Migrationsgeschichte. Ich kann mit politischen Setzungen, wie wir sie vorhin gehört haben, dass das abwegig sei, nichts anfangen. Die russlanddeutsche Geschichte ist auch eine postsowjetische Migrationsgeschichte. Wir können dann darüber reden, Marit und Ira haben das ja gerade schon getan, wie sich das jeweils gewichtet, ne? Um was ist das sowjetische Gepäck? Und darauf gibt es natürlich nicht eine Antwort, das ist individuell. So, aber sozusagen diese Einordnung gleich sozusagen vom Tisch zu wischen, führt nicht weiter, glaube ich. Ira, wie wichtig ist dir das, diese Einordnung? Also du machst, wie gesagt, diesen Podcast und der heißt ganz generell Steppenkinder und nicht irgendwie russlanddeutschen Podcast. Also ihr sucht sozusagen auch den Anschluss an andere postsowjetische Geschichten in eurem Konzept. Und gleichzeitig
steht dahinter ja auch der Anspruch, diese Geschichte und Geschichten nicht nur der Community zu erzählen, sondern eben der Mehrheitsgesellschaft. Siehst du da Fortschritte in den letzten Jahren? Hat sich da schon ein Raum geöffnet? Ich sehe auf jeden Fall Fortschritte. Also wenn ich überlege, vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, mich intensiv mit der russlanddeutschen Geschichte zu beschäftigen und dann Begriffe gegoogelt habe, da kamen kaum Treffer. Es gab einfach wenig Informationsmaterial. Allein was die Bundeszentrale für politische Bildung heute online anbietet, da hätte ich mich wahnsinnig gefreut vor 15 Jahren. Das gab es alles nicht. Und es gibt wahnsinnig viele Initiativen. Es gibt eine neue Generation der Russlanddeutschen, vielleicht kann man das tatsächlich so nennen, zu der Edwin und ich uns auch zählen, die mitgebrachte Generation Russlanddeutsche, die im Kindes- und der Jugendalter hergekommen sind, die sich in meiner Wahrnehmung zunehmend mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigen und das nach außen tragen. Und das habe ich vor einigen Jahren noch nicht gesehen. Und dazu gehören Podcasts, es gibt viele Journalistinnen, die über ihre russlanddeutsche Herkunft berichten und sich öffnen. Also es gibt viele Initiativen und Projekte und das finde ich sehr schön. Und weil du unseren Podcast auch kurz angesprochen hattest, uns ist es tatsächlich wichtig, nicht nur die Mehrheitsgesellschaft zu erreichen, sondern auch die Community selbst, weil Russlanddeutsche, und das ist, was du, Marit, vorhin angesprochen hast, oftmals über ihre eigene Geschichte gar nicht so viel wissen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir selbst wissen, was unsere Geschichte ist, weil nur dann können wir uns erklären und in dieser Gesellschaft verorten und unseren Platz finden. Also Erinnerung eben als ein Mittel der Selbstverortung auch. Albina, das waren ja jetzt strenge Worte von Hans, auch gegenüber der Landsmannschaft. Stimmst du ihm zu oder würdest du sagen, auch die Landsmannschaft erinnert sich heute ja anders als noch vor 10, 20 Jahren? Also ich denke mal, das, was Dr. Fabricius vorher angesprochen hat mit Bezug auf das Postsowjetische und das alles unter einen Hut versuchen zu bringen, was quasi das so eine Art russischsprachige Diaspora. Ich denke mal, das ist das Problem, was man auf jeden Fall thematisieren sollte und damit möchten wir uns nicht zufrieden geben. Also mit so einer Bezeichnung postsowjetische russischsprachige Diaspora. Also es gibt ja tatsächlich nicht nur Russlanddeutsche hier heutzutage in Deutschland, sondern zum Beispiel auch jüdische Kontingentflüchtlinge oder Menschen aus dem postsowjetischen Raum, die hier aus beruflichen Wegen nach Deutschland gekommen sind. Und doch muss man sagen, also auch wenn die russische Sprache schon das verbindende Element ist, dann hat doch jede dieser Gruppen ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und also ich plädiere dafür, dass man auch den Russlanddeutschen die Möglichkeit und den Rahmen gibt, auch ihre eigene Geschichte zu erzählen. Das wird nämlich zu wenig getan. Also ich meine, es gibt ganz viele bereits Initiativen, auch die heutige Tagung geht ja in diese Richtung, ist auch sehr zu begrüßen, aber noch nicht alle Geschichten sind erzählt worden. Und wie gesagt, also was wir mitbringen, auch unser Kulturgut, unterscheidet sich schon von dem Kulturgut der anderen Gruppen, die auch russischsprachig sind. Also ich denke mal, das ist dieser Punkt, gegen den man sich wehrt, also in dieser Diskussion, wenn es um postsowjetische Migration geht. Hans, um so eine Gleichmacherei kann es ja auch nicht gehen. Nein, natürlich nicht. Darum kann es nicht gehen, das wäre nicht weiterführend. Es geht darum, wie gesagt, also mir geht es im Kern darum, wie kann es gelingen, russlanddeutsche Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland bekannter zu machen. Und das verbindet uns ganz sicher. Und mein Punkt ist, dass das nur durch, also habe ich ja gesagt, einerseits an der Mehrheitsgesellschaft auch ist, das deutlich stärker zur Kenntnis zu nehmen, dass es aber auch sozusagen an denjenigen, die für die Gruppe sprechen, ist, sich zu öffnen. Und Dinge in einen breiteren Kontext zu setzen, bedeutet ja mitnichten irgendwas gleichzusetzen oder gleichzumachen, sondern das dient ja genau dazu, auch die Spezifika zu erkennen. Ne? Aber ich habe jetzt meine letzten 3 Wochen meinen Urlaub damit verbracht, relativ viel russlanddeutsche und jüdisch-sowjetische Literatur zu lesen. Viktor Funk,
aber auch Dimitri Kapitelmann und Erika Singer und andere, Dimitri Bielkin. Ich habe das sozusagen parallel gelesen oder nacheinander. So, und natürlich gibt es in der, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, in der russlanddeutschen und in der jüdisch-sowjetischen Geschichte, also diejenigen, die dann als sogenannte Kontingentflüchtlinge herkommen, sind gravierende Unterschiede. Ja? Also da muss man ja nur an den Zweiten Weltkrieg denken, ist ja keine Frage. Aber wenn man die ersten Seiten liest, wie Dimitri Bielkin in seinem Buch Germania, wie ich in Deutschland jüdischen erwachsen wurde, ausreist aus der Ukraine, Mitte der 90er Jahre mit dem Bus und mit der großen Tüte, in die sozusagen die Sachen gepackt werden und alle sitzen da und fahren 3 Tage und Nächte, dann gibt es, und das Buch ist voll mit vergleichenden, also der Anfang mit vergleichenden Perspektiven auf Russlanddeutsche, die die Sowjetunion verlassen oder die zum gleichen Zeitpunkt. Ne, da gibt es Gemeinsamkeiten, über die es lohnt, sich nachzudenken, und gleichzeitig wird man dazu kommen, was unterscheidet uns? Und natürlich unterscheidet die auch was. Keine Frage. Also es geht nicht um Gleichmacherei, aber ich würde eben denken, das ist ein Weg, um Anknüpfungspunkte zu bieten, ja, um stärker in die Gesellschaft zu kommen. Ne, das ist mein Punkt. Die Sozialisierung war ganz klar ähnlich. Ja? Also bestimmt hat Dimitri Bielkin ähnliche Erfahrungen aus der ehemaligen Sowjetunion mitgebracht, wie zum Beispiel Edwin Warkentin oder seine Familie. Nichtsdestotrotz hat Dimitri Bielkin seine Geschichte zu erzählen, und ich kenne ihn auch persönlich. Also er war ja früher, ich komme aus Frankfurt am Main, er war ja da unter anderem im Jüdischen Museum auch tätig, also da haben wir uns kennengelernt, auch mal zusammen an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Also ich kenne auch wirklich seine persönliche Geschichte. Also wie gesagt, die Sozialisierung, die war ähnlich, ja? Also weil ja der Staat, aus dem beide Gruppen kommen, ähnlich sind. Nichtsdestotrotz sind die Geschichte der Familien, auch der Deportation, schon unterschiedlich. Ja? Also es gibt Gemeinsamkeiten, aber jede Gruppe hat auch ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und ich möchte einfach auch um Verständnis dafür bitten, dass auch wir den Rahmen für unsere Geschichte haben möchten. Also das war ja uns leider viele, viele Jahre auch verwehrt. Also in der Sowjetunion sowieso. Leider sind wir ja tatsächlich Opfer, Herr Fabricius oder glaube ich die Frau Grütters hat es auch angesprochen, Opfer von beiden Seiten. In der Sowjetunion und letzten Endes also von beiden Unrechtsstaaten, die Opfer. Und wie gesagt, diese Geschichte möchten wir erzählen und auch Verständnis dafür, um Verständnis dafür bitten, unter anderem auch für die Integrationsprobleme, die ja auch unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass die Menschen Teil ihrer Identität verloren haben und teilweise immer noch auf der Suche nach dieser Identität sind. Aber es ist natürlich auch leichter, wie soll ich sagen, weniger auf die eigene Geschichte und das zu pochen und die Erzählung zu öffnen, wenn man weiß, die eigene Geschichte wird anerkannt und sie wird gehört. Und insofern ist es ja ein beidseitiger Prozess. Also es ist sowohl nötig, dass die Mehrheitsgesellschaft, die auch sehr heterogen ist im Übrigen, dass wir auf jeden Fall unterscheiden zwischen Russlanddeutschen und was weiß ich, Kontingentjuden und nicht alle die ganze russischsprachige Community in einen Topf werfen und die Geschichten kennen. Und genauso ist es aber wichtig, denke ich, für alle, wenn wir schon von diesem neuen Wir reden, uns eben gegenseitig zuzuhören und unsere Geschichten, die eben nicht immer linear sind und die nicht immer ohne Brüche oder auch ohne Schattenseiten stattfinden, zu erzählen, auch uns selber. Und das gilt für alle Gruppen natürlich. So verstehe ich jetzt Hans. Darf ich dazu ganz kurz? Ja. Das würde ich auch unterstreichen. Und das ist, also nochmal, um nochmal auf das Buch, schöne Buch von Viktor Funk zurückzukommen, mit dem schönen Titel Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich. Das ist letztendlich eine Geschichte des Ankommens bis heute. Und das hat ganz viel zu tun mit dem Wechselwirkung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Und Viktor Funk legt ganz viel Wert auch darauf, dass daran nicht, das ist keine eindeutig, also ausschließlich russlanddeutsche Geschichte, sondern er sagt immer wieder, das ist sozusagen insgesamt eine gesellschaftliche Frage. Wie gehen wir in der bundesrepublikanischen Gesellschaft mit
ja, mit Zuwanderung, mit Migration um, damit, dass wir eine diverse Gesellschaft sind, schon lange. Und wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft. Das hat was zu tun mit der Frage, und dafür stehen eben auch die Russlanddeutschen, wie werden migrantische Menschen, sage ich jetzt mal, weil die Gruppen sind auch wieder sehr heterogen, repräsentiert, wie werden sie gehört in dieser Gesellschaft? Und das ist ein Thema bei den Russlanddeutschen, das habe ich ja auch schon gesagt, deswegen halte ich zum Beispiel auch das Museum in Detmold für so einen wichtigen Ort der Sichtbarkeit und auch des Austausches. Das führt aber insgesamt zu der Frage, wie versteht sich denn die Bundesrepublik Deutschland? Ja, und da finde ich, hat auch die Bundesrepublik Deutschland noch ein Stück Weg zu gehen, anzuerkennen, dass es sozusagen nicht die eine deutsche Leitkultur gibt, in die man sich hinein integrieren müsste, sondern dass das hier eine postmigrantische, vielfältige Gesellschaft ist. Und das, da reinpassen genau die Russlanddeutschen in diese Frage, finde ich. Als Beispiel, weshalb ich eben diese Migrationsüberschrift für weiterführend halte, das darunter zu diskutieren, ohne deswegen die Spezifika, ne, irgendwie, natürlich gibt es die, also keine Frage. Es wurde eben schon mehrfach das Projekt Schweigeminuten erwähnt. Das sind Videos, die auf der Seite auch des Museums zu finden sind, wo sich einzelne Russlanddeutsche eben ja, reflektieren über diese Deportationsgeschichte. Wenn man die so anhört und wenn man nur die Überschriften liest, ist es zum Teil erschreckend. Also zum Beispiel eine Überschrift lautet: Früher waren wir die fünfte Kolonne Hitlers, heute die fünfte Kolonne Putins. Also das zeigt, glaube ich, wie sehr Russlanddeutsche in der Gesellschaft heute sich stigmatisiert fühlen. Ira, ich muss noch mal dich fragen, als Medienfrau. Du hast ja vorhin gesagt, es ist doch schon alles viel besser, als es vorher war. Aber es scheint ja, es gibt durchaus Luft nach oben. Und was würdest du dir, also als Journalistin und als Russlanddeutsche, wünschen, von beiden Seiten vielleicht? Also von den Medien würde ich mir wünschen, dass sie manchmal ein bisschen sorgfältiger recherchieren, aber ich möchte auch keinen pauschalen Vorwurf machen, weil es einfach im Medienbetrieb oftmals sehr hektisch zugeht, man bestimmte Themen vorgesetzt bekommt. Und ich kann mir vorstellen, dass manchmal auch Reporterinnen hingeschickt werden mit einem bestimmten Auftrag, mit einer bestimmten Botschaft, und genau das sollen sie liefern. Und das ist dann die fünfte Kolonne Putins beispielsweise. Deswegen müsste es eigentlich an die Chefetagen gehen, dass sie den Auftrag fortführen, dass Journalistinnen Zeit haben, sorgfältiger zu recherchieren. Und ich würde mir wünschen, dass auch dann nicht immer nur die Skandalthemen in den Medienblättern landen, so wie Impfgegnerschaft, Putin-Hörigkeit, die Nähe zu rechtsradikalen Parteien. Das ist langweilig. Mich langweilt es wahnsinnig seit Jahren, sondern die Russlanddeutschen sind so vielfältig, sie haben so viele interessante Geschichten zu erzählen, und da würde ich mir Interesse für diese Geschichten wünschen. Auf der anderen Seite hieß es vorher, ja, die anderen müssen sich für uns interessieren und so weiter, das stimmt schon, aber wir Russlanddeutschen, wir müssen uns auch für die anderen Gruppen, die in Deutschland leben, interessieren und denen genauso zuhören. Und das vermisse ich manchmal in der Community, also dass man immer auf dieses, ja, wir Opfer irgendwie, Teile der Community sich fokussieren. Das finde ich schade. Ich möchte nicht Opfer sein. Ich bin kein Opfer. Opfer sein bedeutet, dass man nicht in der Lage ist, sich zu wehren, dass man machtlos ist. Das bin ich nicht. Und ich möchte, dass wir rausgehen. Es ist wichtig zu erinnern. Deswegen sind wir heute auch da. Und wir dürfen die Geschichte nicht vergessen. Es ist ganz, ganz wichtig, damit sich Verbrechen nicht wiederholen. Und sie wiederholen sich trotzdem. Das ist ja das Schlimme. Aber wir müssen auch nach vorne blicken, wir müssen einander zuhören, wir müssen hier ankommen, im Jetzt sein und nicht immer nur zurückblicken. Und ich finde, wir müssen definitiv raus aus dieser Opferhaltung. Und eine Öffnung, also ich wünsche mir noch mehr eine Öffnung der Russlanddeutschen gegenüber Deutschland. Albina, Sie haben gerade ganz heftig genickt. Ist das ein Appell, den Sie teilen würden, also auch, sag mal, selbstkritisch teilen? Also auf jeden Fall. Also ich sehe mich persönlich auch nicht als Opfer. Und ich denke mal, also unsere Community betrachtet sich auch nicht als Opfer. Wichtig ist natürlich, die eigene Geschichte zu kennen
um zu der eigenen Identität zu finden oder sich zu befestigen da drin. Aber zu der eigenen Identität findet man nur, wenn man weiß, woher man kommt. Dann weiß man, wer man ist, und dann weiß man auch, wo der Platz ist in dieser Gesellschaft. Deswegen ist ja auch die Erinnerung so wichtig und das Wissen über die eigene Geschichte. Und ansonsten finde ich, dass die Russlanddeutschen natürlich eine Bereicherung für diese Gesellschaft sind. Also es sind so viele auch talentierte Menschen nach Deutschland gekommen. Also wenn man anschaut, ja, was die alles können, was die alles mitgebracht haben, auch das war in dem Koffer drin. Wie viele Kompetenzen, wie viele Talente. Also insofern, also ich betrachte mich persönlich, aber auch meine Community, meine Gruppe nicht als Opfer. Wenn wir nochmal zum sowjetischen Gepäck kommen, also es gibt ja immer wieder Dinge, die beklagt werden, und da geht es jetzt nicht um Pauschalisierung, sondern es sind einfach Probleme, die zum Teil vorkommen, wie zum Beispiel fehlende politische Partizipation oder sowas. Sehen Sie darin auch ein sowjetisches Gepäck? Ist es irgendwas, was Sie so erklären können? Oder das sind ja dann auch Dinge, die man auch in die Community hinein ansprechen muss oder irgendwie vermitteln muss. Ja, das Beklagen war schon sehr, eine gewisse Passivität. Wir wünschen uns natürlich auch bei der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland also mehr Teilhabe, mehr Partizipation, mehr Sichtbarkeit. Es gibt ja diese Geschichte zu erzählen, und die muss auch erzählt werden. Wir müssen im Dialog stehen mit der Aufnahmegesellschaft, mit der Mehrheitsgesellschaft, auch mit anderen Zuwanderungsgruppen sehr gerne. Also ich denke an so vielen Projekten, Initiativen, die es ja auch gibt im Austausch mit anderen Zuwanderungsgruppen, also sehr gerne. Also Deutschland ist eine plurale Gesellschaft, eine vielfältige Gesellschaft. Das ist ja das Positive an dieser Gesellschaft. Und das Positive ist auch, dass jeder seine kulturelle Eigenheit auch frei ausleben darf. Das war ja im Unrechtsstaat, in der Diktatur, in der Sowjetunion leider nicht der Fall. Wir leben in einem freien, demokratischen Rechtsstaat hier. Wie toll, jeder darf auch die kulturelle Eigenheit ausleben. Ich wünsche mir nur oft, dass wir alle hier zugewanderten Menschen, aber auch Einheimische, einfach an einem Ziel arbeiten, an einem Haus, an einem gemeinsamen Haus bauen, sozusagen plakativ ausgesprochen, und nicht jeder nur sein eigenes Süppchen kocht. Also insofern, also sind bei mir auf jeden Fall damit auch zu Hause mit diesen Appellen. Also es geht nur im Dialog, es geht nur mit einer Sichtbarkeit, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und das plädieren wir ja auch an unsere Landsleute. Also, ja, also zeigt euch, bleibt nicht gleichgültig, seid mündige Bürger dieser Gesellschaft. Mit diesem Appell zeigt euch und einem angeschlossenen Appell öffnet euch, hört zu, will ich hier mal einen Punkt setzen in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie hier waren, und ich übergebe das Schlusswort einem anderen, nämlich Cornelius Enz, dem Direktor des Museums für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Bergner, lieber Herr Weber, liebe Diskutantinnen und Diskutanten, lieber Edwin, und ja, vieles, glaube ich, ist heute gesagt worden, viele Inhalte sind vermittelt worden, und darüber hinaus jetzt auch noch eine gewisse Herzenswärme und auch ein Herzensanliegen zum Ausdruck gebracht worden. Ich versuche es zu bündeln, versuche ein wenig und so kurz es geht, ein Schlusswort zu formulieren. Bewahrung der Erinnerung, eine Aufgabe für die Zukunft. Und ich glaube, insbesondere im Kontext der vielfältigen Migrationswege der Vergangenheit, ob freiwillig oder unfreiwillig, das spielt aus meiner Sicht hier gar keine Rolle, bekommen eigentlich genau dieser Titel, dieses Thema eine ganz neue Rolle. Und dazu einige ganz knappe Beobachtungen.
Aus der heutigen Sicht von Migrationsforschung wissen wir, dass kulturelle Navigationsfähigkeit, nenne ich sie mal, eine der wohl wichtigsten Kompetenzen darstellt, sinnstiftend Gesellschaft zu gestalten und sich immer wieder neu auszuhandeln, Identifikationsmerkmale beizubehalten, neu anzunehmen oder auch abzulegen, betrifft bei weitem nicht nur Personen, die zugewandert sind, aber vor allem sie. Und zwei Komponenten sind dafür von immenser Bedeutung. Ein Verstehen der Gesellschaft, in welcher man leben möchte, in diesem Fall bei den Russlanddeutschen die sogenannte neue alte Heimat, und ein, nennen wir es mal, Selbstverstehen. Und unweigerlich betreten wir das Feld der Erinnerung, der erkenntnisleitenden Motive, der vorgeburtlichen Erfahrungen und letztlich auch das der Kraft für die Aufgabengestaltung der Zukunft. Und aus der Vermittlungsarbeit unseres musealen Alltags wissen wir, insbesondere die letztere Kompetenz, das Selbstverstehen, ist bei vielen Russlanddeutschen häufig nur rudimentär ausgeprägt. Außerhalb von den sogenannten narrativen Familiengeschichten wird es häufig ziemlich dünn. Und das gilt vor allem für die in Deutschland sozialisierten und hier aufgewachsenen Personen mit russlanddeutschem Hintergrund. In ihrer Schulzeit in Deutschland wird es kaum Berührungspunkte mit diesem Teil deutscher Geschichte gegeben haben. Und ja, wenn dann doch das russlanddeutsche Gepäck geöffnet wird, scheint es so, als sei es lediglich eine schicksalsgemeinschaftliche Erinnerung, einfach nur das zu sein, was geblieben ist. Und das hat Geschichte und die werde ich jetzt logischerweise nicht in Gänze erzählen, aber lassen Sie mir 8 Zeilen dazu formulieren. In der Sowjetunion begann die kulturelle Enteignung aus meiner Sicht schon lange vor den 40er Jahren, mindestens ab den 1920er und 30er Jahren. Viele Minderheiten wurden kulturell enteignet, nicht nur wirtschaftlich. Deutsche Hochschulen wurden geschlossen, Schulen, allgemeinbildende Schulen wurden geschlossen, das Theaterwesen wurde eingestellt. Es kam sozusagen eine deutsche Gruppe in der Sowjetunion faktisch schon in diese traumatische Grunderfahrung mit einer erheblichen Verunsicherung hinein. Und jetzt hier das aufzugreifen, hier dem Ganzen eine Verortung zu ermöglichen, dem Ganzen sozusagen eine global-historische Einbettung auf Metaebene zu geben, das ist wahnsinnig herausfordernd, weil so wenig möglich ist, an Vorwissen abzugreifen. Die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, Aleida Aßmann, stellt in Bezug auf Flucht-, Vertreibungs- und Aussiedlungsgeschichten aus meiner Sicht zu Recht fest, Zitat, der Bereitschaft, sich belastenden Ereignissen der Vergangenheit wiederzustellen und diese auch zu kommunizieren, gehen oft lange Phasen des Vergessens und der Abwehr voran. Solche Latenzphasen finden erst ihr Ende, wenn sich von der Gegenwart aus ein Rahmen aufbaut, in dem das Ausgesparte und Ausgeschlossene seinen Platz finden kann. Rahmen gibt es bereits einige. Es ist viel passiert aus meiner Sicht in den letzten Jahren. Und unter anderem deswegen, glaube ich, dürfen wir das auch in dieser Konstellation jetzt hier gerade erleben. Unter anderem mit Hilfe der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien durfte beispielsweise die Schwerpunktprofessur installiert und seit 2016 auch das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte weiter ausgebaut werden. Wir haben versucht, professionelle Strukturen zu schaffen und anschließend, schon ein Jahr später, kam das Kulturreferat für Russlanddeutsche nach Detmold dazu. Und wir erleben dieses enorme Potenzial dieser Geschichten von, aber auch über Russlanddeutsche. Die Bundesrepublik bescheinigte den Russlanddeutschen ein erhebliches Kriegsfolgeschicksal und damit ein privilegiertes Zuwanderungsrecht. Das haben wir auch gerade mehrfach gehört. Und auf dieser Grundlage fand dann die Zuwanderung nach Deutschland statt. Und genau hier gilt es meines Erachtens nochmal einzuhaken. Und vielleicht einen ersten Strang, eine erste Idee, sie zu verbinden. Vielleicht noch einmal ganz kurz dazu Aleida Aßmann. Sie sagt, wenn wir über die geschichtlichen Hintergründe von Flucht, Vertreibung und erzwungener Umsiedlung nachdenken, wird uns erst allmählich bewusst, wie andauernd die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts von diesen Erfahrungen begleitet war. Und das wäre aus meiner Sicht ein zentraler Ansatzpunkt. Und ja, da schließe ich mich dem Impulsvortrag und auch den Diskutanten hier in Teilen an.
Stalinistische Diktaturerfahrung ist nicht ohne das nationalsozialistische Verbrechen verstehbar. Und diese Bezüge herzustellen, würde es enorm erleichtern, die Geschichte der Russlanddeutschen in ein gesamtdeutsches Diktaturgeschehen und Erfahrungskontext zu integrieren. Eine historische Dimension wäre sozusagen eine Art Brücke. Wir könnten es viel konsequenter und verständlicher in einen allgemeinbildenden Kanon mit aufnehmen. Ich glaube, darüber hinaus, neben den historischen, sollten aber vor allem die soziologischen oder die gegenwärtigen Bezüge hergestellt werden. Viele Personen, viele Millionen Personen, die in Deutschland leben, haben Zuwanderungshintergrund. Und bei vielen ist es die Erinnerung an Diktatur und erzwungener Umsiedlung. Und hier sehe ich Anknüpfungspunkte für eine ganz neue Erzählung der Erinnerung. Ich habe im Museum, und das sage ich zutiefst ehrlich, meine berührendste Erfahrung mit einer Geflüchtetengruppe gemacht. Sie haben geweint. Und ja, ich bin ganz bei Frau Peter. Sinngemäß hieß es ja bei dir, das sowjetische Gepäck ist auch eine Schachtel voller bunter, voller schöner Erinnerungen, eine Bereicherung. Richtig. Geschichte und Erinnerung funktioniert nicht lediglich über einen Opferstatus, über eine Schicksalsgemeinschaft. Es sind doch vor allem die wahrhaft schönen Erinnerungen, vor allem die alltäglichen, die Alltagsgeschichten, die inspirieren und einen Ort behalten möchten. Man hat doch geheiratet, man hat doch geliebt. Und der beste Weg dahin scheint mir die Erzählung zu sein, über die Erinnerung. Eine migrantische Erzählung, eine neue Erzählung. Wenn ich etwas mehr zu sagen hätte, würde ich voll auf das Pferd Migration, Museum, Vermittlung etc. setzen. Wir brauchen für diese Erzählung Erinnerungsräume diverser migrantischer Erinnerungen. Und sie wird, wenn man so will, Teil eines neuen, normalen, kollektiven Erinnerns in Deutschland der Zukunft werden. Ein exilantisches Erinnern. Wie aber sich erinnern, wenn man nicht in dem Land lebt, in welchem Erinnerungs- und Gedenkorte auffindbar sind? Und deswegen, finde ich, sind die Kulturräume so wichtig. Das sind die sicheren Orte der Zukunft, die Vergewisserungsorte. Die Zukunft des gemeinsamen Gedächtnisses in Deutschland heißt aus meiner Sicht, und das, finde ich, ist bei den Russlanddeutschen ablesbar. Aus meiner Sicht sind es Erinnerungs-, Vergewisserungs-, Aufklärungs- und Vermittlungsräume. Und das genießen wir als Migrationsmuseum anbieten zu dürfen. Und so können in Zukunft diese Geschichten in eine gesamtgesellschaftliche Erinnerung integriert werden. Einerseits konsequent auch an der deutschen Vorgeschichte entlang. Diktaturerfahrung in eine vergleichende Perspektive zu bringen und sie auch dort tatsächlich konsequent einzubetten. Und gleichzeitig die gegenwärtige Grundsituation einer Migrationsgesellschaft ernst zu nehmen. Und die sehr privaten, manchmal auch funktionalen oder funktionalisierten Familiennarrative von Russlanddeutschen könnten überführt werden und einen enormen, reichen Schatz im kommunikativen Gedächtnis, das wir hier in Deutschland pflegen, beitragen. Darüber hinaus brauchen wir Forschung. BKGE, IMES haben wir schon erwähnt. Popularisierung von Geschichte ist genauso wichtig. Erinnerungen, Romane, Sachbücher, Filme, Podcasts, all das sind die modernen Gedenkorte. Das sind die Verknüpfungsräume. Hier findet man sich wieder, wenn man seine Vergangenheit und sein vorgeburtliches Leben nicht hier erlebt hat. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass diese Geschichten selbstverständlicher werden und Personen mit russlanddeutschem Zuwanderungshintergrund ein Selbstverstehen ebenso ermöglicht wird, wie der Mehrheitsgesellschaft, wie divers sie immer sei, eine Aufklärung über diese ihre Storys ermöglicht wird. Dann glaube ich, und das erleben wir wirklich, dann würde sich ein Dialog anbahnen, dann werden sichere Räume geschaffen. Und als Mensch mit russlanddeutschen Vorfahren sage ich auch, eine anthropologische Konstante
ist doch bei uns allen der Wunsch nach Würde. Und seit ich meine Erzählung fand, habe ich sowas wie Würde viel präsenter vor Augen. Und man wird automatisch neugierig auf Neues und auf andere Storys. Und ich finde, es soll doch mit Leben gefüllt werden, was in Friedland, in der Gedächtnisstätte, zu lesen ist, dass Völker dem Hass zu entsagen haben. Versöhnt euch, dienet dem Frieden, baut Brücken zueinander. Und ich glaube, Erinnerung wäre bewahrt und eine Aufgabe für die Zukunft wäre formuliert, wenn wir anfangen zu erzählen. Vielen Dank. Vielen Dank für das Schlusswort, meine Damen und Herren. Es kommt jetzt nicht nur ein Schlusswort nach dem Schlusswort, sondern nur die Ankündigung, dass wir jetzt mit einem feierlichen Musikstück diese Veranstaltung beschließen werden und uns aber noch nicht gleich verabschieden müssen, denn wir würden uns noch freuen, wenn wir Sie auf ein Glas Wein und auf ein Brezel einladen dürften, und zwar gleich nach dem Ende des Musikstücks, wenn Sie hier rechts am Museum entlang gehen, unter den Schirmen, draußen regnet es. Deswegen hoffen wir, dass wir da einen trockenen Platz finden. Dann können wir die Diskussion, Gespräche, Themen noch fortsetzen, uns austauschen und uns dann auch voneinander verabschieden. Also ich würde mich noch freuen, wenn Sie auf ein Glas Wein vorbeikommen würden nach der Veranstaltung. Vielen Dank. Und jetzt hören wir das Musikstück.